Willkommen zu Road 96 Mile Zero. Ein so schönes Spielerlebnis, wie ich es selten hatte. Also falls ihr eventuell das Game noch nicht kennen solltet, dann schaut euch unbedingt unten in der Beschreibung das Spiel an. Road 96 war für mich eines der coolsten Spielerlebnisse, da man eigentlich nie den Hauptcharakter gespielt hat. Schaut es euch an, es war so cool und bis heute hat die Community immer wieder gesagt, gibt's da was Neues, spielst du mal Road 96, bitte, 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 bitte. Da ist es, Mile Zero, ein Prequel, das spielen wir jetzt, da freue ich mich sehr drauf. Es geht um die Dame mit den roten Haaren, glaube ich, vom ersten Teil, da kriegt man jetzt, glaube ich, ihre Story mit, bin mir aber noch nicht sicher. Meine liebe Community auf Twitch sagt euch gerade ganz herzlich Hallo im Chat. Deswegen kommt gern vorbei auf www.twitch.tv/gnu_live. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich sehr freuen auf diesen Kanal. Und wir gehen jetzt rein. Bevor wir reingehen, passt der Ton für euch alle? Seid ihr happy? Dann würde ich nämlich jetzt einfach mal reinstarten. Ich bin sehr gespannt. Fahrt wiederholen. Nee, wir machen jetzt ein neues Spiel. Einstellungen. Genau, es geht ja quasi um den Staat. Es gibt zwei Präsidenten und dieser Herr im Hintergrund ist die schlechtere Wahl. Und darum ging es eigentlich, dass sehr viele Jugendliche immer abgehauen sind, weil sie keine Lust hatten auf diesen Präsidenten. Und genau. Aber schaut es euch an, ich will nicht zu viel verraten. Schaut euch auf jeden Fall den ersten Teil an. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Leute. Ich empfehle das euch von Herzen. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Okay, neues Spiel. Let's go. Hi, and welcome to a very special Sonia. Oh Gott, die wieder. I'm here in White Sands, Petria's most luxurious community, where in the upcoming days, President Tyrak is going to make a big announcement from Presidential Park. Will it be to announce his candidacy for the upcoming election? And will the Black Brigades, the same terrorist group responsible for the attack at the wall in 86, try to interfere? Cowards. You'll just have to tune in here to GNN to find out. What's that? Oh my! I've just received word that a large sandstorm is set to hit White Sands in only a few days as well. If you recall, the last sandstorm to hit White Sands, Sandstorm Colton, caused extensive damage. But don't worry. Authorities have confirmed all precautions will be taken to assure nothing like that occurs again. White Sands. What a truly wonderful place to live. And I would know. Like President Tyrak himself, I'm a resident too. And that has been your Sonia show. Total BS. Okay, ich glaube, jetzt müsste es aber vom Ton her passen. So, was zur Hölle war das gerade? Drücke eine beliebige Taste. Das ist eine Art Tutorial. Ich glaube, das ist eine Art Tutorial. Oder ich träume gerade. Oh, kann es sein, dass wir in dem Game jetzt mit Skateboard fahren können? Was habe ich denn eingenommen? Yeah! Okay, was muss ich machen? Okay, es ist ein Tutorial, Leute. Ich glaube, dass wir im Spiel nämlich mit dem Skateboard unterwegs sind. Ist doch geil. Okay, let's go. Was muss ich machen? Oh, ausweichen. Und jump it. Ducken. All good, mache ich eh schon. Okay, ich träume. Okay. Ui.
Okay, ich glaube, wir werden hier schon auf Verfolgungsjagd vorbereitet. Ich bin tot. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich sehe es immer im Schatten, wo der hin tritt. Ist bestimmt hier lang. Ich wusste es. Okay, let's go. Ah! Oh Mann! Ah! Schreien hilft immer. Ducken, sehr gut. Ich höre übrigens bis heute noch die Musik von Road 96. Oh no. Übrigens können auch die Hauptcharaktere sterben, wenn ihr euch nicht anstrengt. Wollte ich hier nur mal gesagt haben. Ist das gerade? Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, 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 zur Hölle! Oder? Habe ich doch recht? Was ist für ein Fiebertraum hier eigentlich gerade? Bella, ciao, ciao, ciao. Was zur Hölle passiert hier? Okay, es war ein Traum. Der Verlust von Aya. Okay. Drück eine beliebige Taste. Willst du den Rücken? Nein, Story fortsetzen. Versteck von uns beiden. 1. Mai. Zoe. Didn't we say you were gonna stop playing that thing? Whoops. Guess I forgot. Sorry. Okay, wir spielen sie. Und unser Vertrauen ist noch nicht so gut. Denkst du wieder an Aya? Ist dein Hund gestorben oder so? Ich frag mal, ob er an Aya denkt. I don't have a dog, Z. You know that. Oh. Ja, ich weiß. Nah, I was thinking about Aya, Z. And pre-White Sands, you know? That's seriously crazy, all that's happened in just 2 years. Passt der Ton? Ich weiß, wir wurden Freunde. Denkst du oft an Aya, frage ich jetzt mal. Voll die Life is Strange Vibes. Aya, I mean, she was my best friend, Z. Before you, anyway. All the drilling, the pollution, it took her so quick, man. I barely had the chance to say goodbye. She's never coming back, you know? Es ist die Schuld der Brigade. Ja, vielleicht hast du recht. Diese Entscheidung hat Auswirkungen. I'm telling you, Z. Ja, wir vertrauen ihm mehr, das ist gut. Attention citizens. Works are ongoing in the residence. Hey, sounds like they're setting up the park stage. Probably for something lame like a little Tyrax concert. In der Ferne sieht man Carlton City. Ich war dort noch nie, aber Kaito und seine Eltern haben dort früher gelebt. Genau, also wir versuchen quasi alle vor diesem Tyrek, vor diesem neuen Präsidenten abzuhauen. Ich weiß aber gerade nicht, das Spiel spielt doch vor Road 96, oder? Meine Posaune, man braucht wirklich Talent, um sie so schlecht zu spielen wie ich. Also es ist quasi vor Road 96 und wir erfahren so ein bisschen die Story von ihr. So, wer ist das noch gleich? Die mag ich nicht mehr. Yeah, right. You can't fool me, Z. Probably got their posters somewhere in your room. Weren't you gonna go to a concert of theirs once with your dad? Es spielt danach. Aya sah aus wie Zoe. Deswegen spielt es danach oder davor? Weil ich möchte euch jetzt nicht spoilern, was bei mir passiert ist in Road 96, aber deswegen ist es für mich gerade ein bisschen verwirrend. Da war ich 14, als er abgesagt hat. But he is a busy man. I mean, he's the minister of oil. Genau, das spielt davor, dachte ich mir doch. Look, I gotta go. I'm supposed to meet my mom at the square. See you later, Z. Bro. Bam. Later, Kay. Say hi to your mom. Will do. Oh, and check out the tape I left you. Sure, man. Catch you later.
Catch you later, alligator, for a while, crocodile. Okay. Unsere kleine Schlafecke für den Fall der Fälle. Um ehrlich zu sein, schlafe ich lieber in meinem Bett, so unordentlich es auch ist. Ja, wir leben einfach hier. Halten Ausschau, ob irgendjemand da ist, der uns findet. Das ist hier so eine kleine Polaroid-Ecke. Bilder aus vergangenen Zeiten, die noch besser waren. Hier geht's runter. Ich würde aber gerne noch wissen, ob ich hier noch runter kann. Kann ich auch irgendwo rennen? Ich hoffe, wir treffen übrigens den Psychopathen-Taxifahrer nicht nochmal. Ich habe gar keinen Bock auf den. Der hat euch am besten gefallen, gell? Die kleinen Sadistis. Sieht ja eigentlich ganz schön aus hier. Noch. Also da hinten, wo es halt so schön grün ist, ne? Aber kann ich überall nicht runter. Ich gehe jetzt mal die Treppen runter. Der war der Beste. Der von dem müsste man mal so einen eigenen Teil noch machen. Oh, ein Sticker. Ein Aufkleber von Kaito und Aya. Süß. Die muss ich bestimmt finden, die Sticker. Du hast ihn doch gefeiert. Nein. Everything okay, young blood? Ach, cool. Yeah. Everything's fine. Look, it won't be much longer now. We're close to getting the codes. Just remember the deal. Robert's counting on you. Er sieht aus wie der von Life is Strange Teil 2, der Junge, gell? Who was that, Kaido? What are you hiding from? Oh, der Pepper Bear ist auch wieder da. Deswegen, Leute, wenn ihr jetzt gerade den Teil hier seht und erst, also Road 96 noch nicht kennt, schaut Road 96. That will blow your mind. Okay, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo ich hingehen kann. Wo ist denn er hin? Wo ist denn er lang? To protect our nation, all citizens, workers and residents must work together. Thank you. Wo gehe ich denn jetzt am besten hin? Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier an. Hier, zu den Oasenvillen. Fangen wir einfach mal an. Es ist gruselig mit diesen... Dear residents and workers, it is time for our national anthem. Es ist gruselig, was ist denn das hier? Genau, verspieltes Glue findet ihr den ersten Teil. Oh, schön. Ach, da wohnt doch diese komische Reporterin, oder? Oasis Villas, home sweet home. Ah, lass mal hier ein bisschen umgucken. Was steht hier so? Befestigen oder reißen? Diese Entscheidung hat Auswirkungen. Was ist denn das? Doch dieser Tyran. Besprühen. So. Reißen. Weg damit. Alles die Propaganda von dem Neuen. So. Die wollen wir hier nicht haben. So, was ist das hier? Ah, eine kleine Golfding. Minigolf. Es macht so Spaß. Ich habe für mich wieder entschieden, ich hasse Ballsportarten. Ich bin nicht gut drin. Es lohnt sich immer im Spiel, sich umzuschauen übrigens. Besprühen. Besprühen. Reward. Hier, das auf jeden Fall. Black Brigades are a threat. Death to all. Ich finde Tod so ist nie gut. So, hier ist also die Reporterin. Kann ich da irgendwie einbrechen? Die Limousine von Sonja. Ich habe gehört, sie soll darin einen Fernseher, eine riesige Fernbedienung haben. Dann lass mich mal da ran. Wundert mich, dass ich überhaupt rumlaufen darf. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie schon mal weiterkommen. Als ob mich... Ah, da ist sie ja. Als ob mich da irgendwann hinrennen lassen würde zu ihr. Zoe, my favorite neighbor. Ach so, die ist sogar nett zu mir. Was machen Sie so? Wie geht es Ihnen, Sonja? Honestly, amazing. Yours?
Ich bin mir nicht ganz sicher, mein Kumpel verhält sich verdächtig. Uh-oh. Know what that means, right? Nein, würden Sie mich aufklären? Means your friend's got secrets. Big ones. Sie können recht haben. Everybody has secrets, Zoe. Everybody. Danke fürs Gespräch. Was ist Ihr Geheimnis? Well, I have many. But I'll share one with you. Puppies. I don't understand what the big deal is. Welpen sind süß. See, I don't think so. Bye now. Okay, die Frau ist der Teufel. Voll geil, ne? Also ich habe mich noch nie in einem schönen Abenddress mit High Heels gesonnt. Muss ich ehrlich sagen. Das ist auf jeden Fall sus. Sonjas Pool, die Leute sagen, er ist mit Champagner gefüllt. Eines Nachts haben Kay und das, ich das testen wollen und daraus getrunken. Ich muss sagen, das war der schlechteste Champagner, den ich... Da hat die schon reingeschifft und wir trinken das. Mhm. Bye now. Geil, dass ich hier einfach rumlatschen darf. Was geht bei denen? Die sagen auch nichts. Anyway, almost we just ready, can't sir. Be too careful these days. Their numbers are growing. No, sir, we cannot. The threat is real. Oh oh, was für ein Threat? Kann ich hier rein? Nee, ich darf hier nicht rein. Oh, der hat einfach mal die geile Villa und wir leben irgendwo auf der Straße. Das ist ja fair. Mein Swimmingpool. Ich benutze ihn selten, seit ich kein Kind mehr war. Ach, stimmt. Ich bin doch auch irgendwie die Tochter von... Bin ich nicht die Tochter von... Attention. National Anthem Time has begun. Free! Whoa there. Colton Tyrak. 10 years old, but 1,000 years wise, has reserved this swing set. Eigentlich sollte ich call. Genau, ich bin ja die Tochter vom Ölmeister. Ooh, yeah. Colton would prefer you didn't actually talk to him. Thanks. Boah, den würde ich sofort von der Schaukel schmeißen. Yes. Wait. Colton has spoken. So, ja. You may stay, if. If you give me a push that is both firm and gentle. Colton would like you to push him. This is quite an honor. You will find pushing Colton to be life altering. Dieser Satz sollte nicht aus deinem Mund kommen, Kollege. As long as you push me in a rhythmic manner, we should be just fine. Schaut mal, wie gut ich anschucken kann. That's precisely what it's like. Schaut mal, Leute, wie perfekt ich anschucken kann. Ich wäre so eine gute Mutter! Woo! Höher, Kind! Höher! Schneller! Überschlag dich! Oh mein Gott. Wait till father hears about this on his answering machine. Z, over here. Geil, die Slow-Mo. Was hast du denn vor, Kollege? Warte, ich muss erstmal diese ganzen... Also hier wohne eigentlich ich. Das ist mein Pool, mein Zuhause. Okay. Gloria, ich weiß, the Land of Peace. Das würde ich mal befestigen. Das ist doch was Gutes. Was ist das? Das kann man wegreißen. So. Hey, Z. So. Hi, Madam Zoe. I hear you have a new bodyguard. Ja, ich hatte schon. Came by here earlier. Introduced himself. Cool dude. We made plans to go bowling. Madam Zoe, remember when you used to babysit Colton? Wait. You babysat Colton? Really? Good thing you had that toy as a reference. Would have been lost in the palace otherwise. Hä? Hm. Ich komme nicht mehr mit, Steve. Ein Spielzeug, ich hätte... You know, hatte nie Spielzeug. That very detailed palace toy that Tyrek gifted to all Oasis Villa residents. Ja, aber nur denen, ne? Okay, vielleicht soll... Ah, ja, das Spielzeug, can richtig. Das Palastspielzeug. Yeah,
Let's do this. Later, Steve. Later, Kaido. Also es scheint noch alles irgendwie so in Ordnung zu sein im Vergleich zu Road 96. Es gibt so diese verschiedenen Distrikte hier. Hier sind die Rich People. Ich hänge halt mit ihm ab. Und penne lieber draußen als bei meinem Vater. Hier werden ganz viele neue Sachen gebaut. Er will halt alles platt machen. So, wo ist er jetzt hin? Where is that boy? Ah, hier. Ruh. Hold up. Your dad. If he sees me, we're both in trouble. Wait. Who's the dude with the mustache? Keine Ahnung. Der arbeitet für meinen Vater. Anyway, how are we gonna get past them? Zeit für ein bisschen Zoe-Magie. Godspeed, Z. Muss ich die jetzt ablenken wahrscheinlich, oder? Ablenken. There she is. Ah, das ist mein Vater. Hey, Papa, können wir kurz sprechen? Zoe, I'm in the middle of something here. Warum darf Kaito nicht da reinkommen? Musst du heute arbeiten? Noch ein Bodyguard für dich? Adam here isn't my bodyguard. He's yours. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe dich wohl verhört. Correctly, young lady. Aber ich will keinen Bodyguard. This is about what you need, not what you want. Na gut, wenn es sein muss. Ich wollte dich noch etwas fragen. Warum darf Kaito, musst du heute arbeiten? Zoe. I have responsibilities to this country. You know that. Responsibilities. Absolutely, sir. Ah, du hast es verstanden. Sie hat gesagt, das ist ihr Notfallschlafplatz und sie schläft lieber in ihrem Bett zu Hause. Ah, ich dachte, sie hat dort noch ein Bett. Was für welche? Das ist so interessant. Aber warum hat sie dort einen Notfallschlafplatz? Notfall für was? The Minister of Oil has many. Oh, I believe it, sir. I suppose I like to think of myself as a conduit. Between the president and the people of this fine nation. You're an excellent conduit, sir. Ich muss los. As you can see, Adam, my daughter can sometimes be very peculiar. I can see that, sir. Very peculiar indeed. Sonderbar ist ja nett ausgedrückt. Hier, in diesem Brief von einem Fan steht, liebe S, du bist die Sonne meines Universums, die Marmelade in meinem Berliner. Das ist ja abartig. Dein geheimer Verehrer, die Marmelade in meinem Berliner. Ach, das hört sich aber schon sehr anzüglich an. Die Luft ist rein, los. So. There you are, Madam Zoe. Oh, sorry. I'm Adam. Your dad hired me to be your new bodyguard. Ah, wenn sie von zu Hause wegbleiben will. Wovon sprichst du? But don't think of me as your bodyguard. Also, was soll ich dich sonst betrachten? Think of me as your slightly older friend with a mustache. Was geschieht hier gerade? Adam, another word. Oh, I guess I gotta go. But stay right here, okay? Because you and I have some serious hanging to do. Es ist unangenehm. Is that guy gone? Er steht nochmal ganz schön beschrieben. Road 96 Mile Zero. Diese Geschichte handelt von Konflikten und Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Freunden. Eine starke Freundschaft verbindet Zoe und Kaito, aber sie leben in zwei verschiedenen Welten. Zahlreiche Herausforderungen warten auf sie. Können sie sie überwinden? I can't believe you have a bodyguard now. The door's locked. Got the key? Gute Frage. Hab ich den Schlüssel? Scheinbar ja. Öffnen. Mit einem. Meine eigene Tür öffnen mit einem Dietrich. Dude, you should like turn to a life of crime. Boah, voll schönes Zimmer eigentlich, wenn es sauber wäre. Nice. Wenn es sauber wäre. Ist aber schön. Voll schön. Boah, so mit Blick auf ihren Pool. Krass. Schön, schön. Für dich nur das Beste. Yeah, right. Kann ich da so Freundschaft Plus draus machen? So, this toy Tyra gave you. Das Spielzeug, was er mir gegeben hat. Ich habe so ein bisschen Life is Strange Vibes. Könnte in irgendeiner Kiste sein. Oh, like a box in your room. Copyright! What the? I knew it! You do have posters of the little Tyrax. So, wo könnte dieses Spielzeug sein, Leute? Das? Ich weiß, ich weiß. Großes Spielzeug. Das Zimmer könnte meins sein. Das war voll das schöne Zimmer.
Erzähl es bitte niemand. Don't worry, your secret's safe with me. Oh, es vertrauen wir uns wieder mehr. So, about the toy. Oh. Dang, we need to go. Madam Zoe, your door was locked. Madam Zoe, we were gonna hang. Oh mein Gott, warum schlägt er meine Tür so ein? Was wäre denn, hätte ich mich gerade umgezogen? Was für ein Rüpel. Oh, jetzt müssen wir entkommen, oder? Deswegen diese Passagen immer. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott, nein! Deswegen war das alles. Was muss ich tun? Oh Gott, Hilfe. Okay, deswegen war das da. Oh Gott. Oh shit, ich bin tot. Oh mein Gott. Zu viel Quicktime-Events! Ich komm nicht klar! Die Musik ist aber geil. Ja, der arme Mann. Der ist echt arm. Oh mein Gott. Oh, der Taxifahrer! Geil! Oh shit! Ey, ich hoffe, wir sehen den Taxifahrer nochmal. Der ist so geil gewesen. Ja, das ist doch voll der Rüpel, oder nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was zur Hölle passiert hier denn? Das ist der übelste Fiebertraum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Hilfe. Ah! Ey, sind wir irgendwie auf Substanzen, die wir nicht einnehmen sollten, oder? Was passiert hier eigentlich? Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber ich mach's einfach. So wie der Ex, der nicht akzeptiert, der Schluss ist irgendwie gerade, oder? Total creepy. So sollte sich auf jeden Fall kein Bodyguard verhalten, Mann. Das hat was ganz Gruseliges. Oh mein Gott! Das hat was ganz, ganz Befremdliches gerade, Herr Bodyguard. Bitte lassen Sie das. Oh mein Gott! Herr Bodyguard, bitte benehmen Sie sich wie ein normaler Bodyguard. Oh mein Gott. Oh shit. I'm just trying to do my job. See you, loser. Der Arme. Der Arme, der hat doch gar nichts gemacht, Mann. Voll arm. Ich fühle mich richtig schlecht. Attention. Due to the impending sandstorm, all workers must assist in storm preparation. Failure to do so will result in a strike. Thank you. Was ist immer für ein komischer Sturm? Das war... Wait. You locked that dude in the garage? Mein Vater wird ihn rauslassen. Your dad, I mean, Minister Mueller, is gonna be pissed. What do you mean? Naja, er ist, so ist er eben. Ever since, you know. Meine Mutter abgehauen ist, ja. She walked out a while ago now, Z. Und doch ist die Wunde frisch. Have you, you know, heard from her lately? Nein, nicht wirklich. Sorry, Z. If you ever want to talk about that or 86, you know I'm here for you. Danke, Kay. So, you know how I've been working on this little construction project? Yeah. Do you mind helping me with that? I could use a little manpower. Klar, Mann, kein Problem. Kay and Z, building stuff together. Nice. Ich schipp die beiden jetzt schon. So, was ist das für ein Wunderwerk? Well, it doesn't look like it. Doesn't look like anything really, but it's gonna be a ramp. Oh. Skating. I mean, we've got the dope couch, but otherwise this place is pretty Spartan. I just need some help. I'll hand you some planks
mind nailing them? Klar. Sie, you're scaring me again. Tut mir leid, Mann. Yeah, well, the hammer's over there. Here we go. Think of it as therapy. Das wird Freundschaft plus, glaube ich auch. It. 2x4 is incoming! Was muss ich tun? Ah. Oh. Oh Gott, ist es It Takes Two? Ah! Nice, but we're just getting started. Bam! Oh Gott, Zielen und ich, my life. Halfway there. Keep channeling your, rage. Okay, keine Sorge, ich schaff das schon. Stress mich nicht, Kollege. Oh Gott. Almost done. Keep going. Er ist trotzdem nett. Oh mein Gott, aber dann halt mir doch mal die Bretter länger hin, Kollege. Ja, ja, das sieht doch gut aus. Guck mal, wie gut ich bin, Leute. Schaut euch das an. I nailed it. Yeah. Okay, let's stop there. Wouldn't want your arm to fall off or anything. You're not bad with a hammer, actually. Hast du noch mehr Nägel? Dude, we have a ton. Round number two, coming up. I feel like I should start paying you. Muss ich, ach, jetzt muss ich das nochmal machen. Das wollte ich doch gar nicht. Ach so, jetzt kann ich es fertig machen, ne? Nee. Verdammt, ich bin halt gut nice. Im Nageln. Ah! Sorry, der ist so dumm gewesen. Den musste ich jetzt bringen. Verdammt, ich bin so schlecht im Nageln. Keep channeling your, rage. Ja, I know. Hey, so schlecht war es gar nicht im Nagel. Almost done. Keep going. So, Boy, jetzt zeige ich dir mal, wie das funktioniert hier. Bam, alle nagel ich sie weg. Schau mal. Bam, bam, bam. Buff, 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 buff. So läuft es, Leute. Schaut mal. Arm, sick, yo. Yes, guckt mal. Ja. Danke, danke. Okay, let's stop there. Wouldn't want your arm to fall off or anything. You're not bad with a hammer, actually. Ja. It'll be worth it when the ramp's done. Well, that was fun. But I have something to do at the park, actually. Das musst du dann schon wieder erledigen. Habe irgendwie so das Gefühl, dass er wird so der Dude sein, der mir von mir Geheimnisse hat und irgendwas ganz Kritisches macht und ich krieg's raus. Deswegen muss unser Vertrauen auf jeden Fall hoch sein. Etwas erledigen ist sehr vage. Yeah, just gotta see my dad about something. Ah, das hat sie an, also so lügen. Look, I'll see you later, alright? Ja, aber lüg mich nicht an. Irgendwie macht er doch krumme Dinge. Endlich allein. Kaito verheimlicht etwas, ich wusste es. Ohne Kay macht es nur halb so viel Spaß. Nein, komm, wir bleiben focused. Okay, ich sollte wohl besser gehen. Ich bleibe nicht den ganzen Tag hier. Wir können uns entscheiden, ob wir ihn hinterher schnüffeln. Wir vertrauen ihm nicht. Wenn er jetzt aber die Wahrheit gesagt hat, macht es unser Vertrauen kaputt, gell? Möchte ich hier auch nochmal andeuten. Aber ich schnüffel jetzt. So. Lass mal gucken. Sollen wir dann mal hier hingehen? Oder geht er zu... Er hat doch gesagt, bei zur Brücke, hat er doch gesagt, oder? Nee, zum Präsidentenpark? Oder zum Tyrek-Platz? Wo wird der wohl hingehen? Park, oder? Das ist so unheimlich irgendwie. Reminder. Each worker mistake will result in a strike by the Yarnum. Thank you. Ganz bad vibes hier. Es hört sich richtig unheimlich an. Wie so ein Fußballspiel. Genau, erstmal verfolgen wie der Bodyguard.
Kaido said the stage here was being set up for something. Erstmal wieder diese ganzen Plakate hier. Aha. Zwei Arbeiter von White Sands erinnern mich daran, dass Kaidos Vater auch hier arbeitet. Ah ja, die Statue der Frau mit der Hake und ihre Freundin, ein Klassiker. Redet ihr eigentlich auch mit euch immer so selbst wie in den Computer, wie in den Spiel, in den Computerspielfiguren? Death to All Guards. Was ist denn das hier eigentlich? Call was? The Tai Chi session is beginning in the park. Quietly. Wer bespitzelt, oder? Die sollte ich ja eigentlich abreißen. Eröffnet bald der Park. Sollen wir das lieber abreißen oder nicht? Diese Entscheidung hat Auswirkungen. Ist auf jeden Fall weg. Weg damit, ab! Wenn Sie etwas sehen, melden Sie es. Halten Sie die Augen offen. Herr Wilson, der zuständige Plakatierer von White Sands. Dad, I saw John. Not here, Kaido. Da! Sir? It's the weed whacking. Last week, we were in the middle of a huge Tai Chi sesh. Of course, sir. Won't happen again. I'd appreciate it if you didn't tear my posters, Madame Zoe. Ich habe keine Plakate abgerissen. Please. I know what you and your friend are up to. Now, if you wouldn't mind, I have a job to do. Unangenehm, wenn Leute so nett sind und du machst ja nicht voll die Scheiße und sie weisen dich so freundlich drauf hin, dann fühlst du dich, glaube ich, richtig schäbig. Schön, Sie zu sehen, Herr Lin. Madame Zoe, hello. Oh, you just missed Kaido. But I think he went down those stairs, if you want to see him. Gut zu wissen, danke. Don't mention it. I hope you don't mind me saying this, Madame Zoe, but you remind me of Aya. Oh, das ist nett. Das ist doch die, die gestorben ist. Such a sweet girl. Such a terrible illness. Does he mention her? Von Aya ja oft. I'm afraid her death has made Kaido angry. He keeps it all inside. It's not good for a boy of his age. Gib auf ihn acht. Thank you, Madame Zoe. You are very good to my son. Darf ich Sie etwas fragen? Of course. Hat Kaido sich seltsam verhandelt? Kaido? Kaido is always weird. Ihnen ist also nichts aufgefallen? Let me think. No, can't say that I have. But maybe you should ask Anzu. Kaito's mother, I mean. Okay, das werde ich tun. Well, I should probably get back to work, Madame Zoe. That's what they pay me the big bucks for. Unless you want to ask me something else? Eine Sache noch, tut mir leid. Wissen Sie etwas über die Brigade? Kaito sprach mit einem komischen Typen. What did this gentleman look like? Oh, wie süß er aussieht! Guck mal, wie süß der Vater aussieht! Das ist ja so richtiges, armes, fearvolles Gesicht. Oh, I see. Strange. I'll make sure to ask Kaito about that. Well, I should probably get back to it. Have a pleasant day. Ihnen auch, Herr Lin. Oh, süß. Was macht denn der eigentlich? Brauchst du Hilfe, Brody? You don't know? Tyrex making a big announcement in 3 days. Davon habe ich gehört. Well, I mean, it's a huge deal. You know, it was really tough getting all our equipment past security. I think they thought we were Black Brigades or something. Warum sollten sie das denken, Brigaden? Tut mir leid, das zu hören. Jetzt kann ich etwas tun, was mehr Vertrauen. Was ist eigentlich diese Glühbirne und das Haus? Das Haus ist das, dass ich mehr auf der Seite von Tyrek bin und es mit der Glühbirne mehr Richtung Kaido, oder? Es ist so schön, immer die Clues fragen zu können. Ja, genau. Ich will Kaido sein. Yeah, I guess because they have their illegal radio networks or whatever.
Man, I just hope the real Black Brigades don't try to sabotage the announcement. Machen wir keine Sorgen deswegen. Well, you should be. Anyway, run up there and myself are hard at work. Gotta say, so far, it's gone surprisingly smooth. Ich finde, das sieht schon ziemlich gefährlich aus. Ich glaube, dass der runterfallen wird. Oh, look at this cute Gesicht, die ist süß, guck, süß. Machen die da unten Yoga. Geil. Wo ist denn der Kaido? Kann ich da mitmachen? Breathe in. Aber nicht hyperventilieren. Oh, Madam Zoe, breathe out. Madam Zoe, please. I'm trying to concentrate. Das ist mir wurscht, ich lenke dich jetzt ab. Okay. Cyrus war früher mein Sportlehrer, dann wurde er zum Tai Chi Meister. Okay, wunderbar. Ein bisschen schön, wenn man das so macht mit mehreren Leuten. Die alle Side-Eye geben, so, hä? Hey Kollege, was machst denn du hier? It's just you. Wow, es ist auch schön, dich zu sehen. Warum stehst du hier rum? Just trying to get some sweet revenge. Was meinst du damit? Cyrus and his Tai Chi cult are always giving my dad a hard time. Das stimmt. Today, I draw the line and blast music over the speakers. That should mess with them. But I need to access the speaker panel in the shed. Das bringt doch aber auch gar nichts. Bist du sicher, dass du es tun willst? Yeah. Are you gonna stand there? Or help me? Naja, ist halt voll der Kinderplan. Das bringt ja nichts, wenn du da jetzt Heavy Metal Musik abspielen lässt, dann erschrecken die sich und fertig. Aber das hilft ja deinem Vater nicht. Aber ich bin zu alt fürs Spiel. Ich muss mich in die Lage einer 16-Jährigen, die was von dem Typen offensichtlich will, hineinversetzen, sagen, natürlich lassen unsere Ohren bluten. So, like I said, I need to get to the speaker panel in this shed. But I don't know the code. And I can ask my dad, obviously. Zeit für meine Magie. I feel like Zoe Magic is code for Zoe Criminal Activity. I like it. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich dir jetzt helfen kann. Befestigen. Was war da gerade? Etwas gegen die Regierung sprühen, etwas Unpolitisches sprühen, die kaputte Wand übermalen. Diese Entscheidung hat Auswirkungen. What are you looking at? Schloss knacken. Seriously. Picking locks is like yours. Maybe there's something we can use to Papiere, auf denen steht, dass diese Kisten Feuerwerkskörper beinhalten. Wofür? Carltons nationale Geburtstagsfeier ist erst am 11. April. Könnte es etwas mit Tyrex Ankündigung zu tun haben? Hm. Hier gibt es keinen Code, nur eine stinkende Mülltonne. Zerreißen. This is way too cool. Come on, get in there. Also, wer tut denn schon einfach nur eine Scheibe mit dem Poster überdecken? Grab some batteries if you see any. So, dann kann ich das auch zerreißen? Nee. Mann, ich mach voll die Sachen. Ist nicht gut. Du bist ein schlechter Einfluss. Tut mir leid, ich stehle nicht. Also ich in meinem Alter würde sagen, Kollege, wenn du deinen Vater helfen willst, dann muss das anders funktionieren. Aber im Spiel, und ich weiß, dass ihr die beiden shippt, klar, für dich stehle ich, Mann. Du bist so ein guter Influenz. Was gibt's da drin? Oh, da steht ja der Code. Das Inventar eines Gartenlieferung. Daran steht 7277 Klasse. Okay. Find the code yet? Come on. Ja, hier ist er. Kenzie, kicking ass and taking names. Let's try it. Come Einstellen. On. Come on, Zoe. Ein Lieferschein, in dem etwas über Funktechnik und einen gewissen PB steht. PB? Für wen stehen die Initialien? Wie komme ich jetzt da rein? Muss ich jetzt wieder zurück? Also wir sind schon alle auf der gleichen Ebene, dass wir
dass wir wollen, dass die geschippt werden, ne? Papst Benedikt safe. Also, ja, ich muss auch wieder schließen, ne? Damit man nicht sieht, dass ich hier drin war. Also wir sind uns... Oh, ich hab die Batterie gestohlen. Oh, I steal it. Oh, wie war der nochmal? 7? Yeah, that's what I'm talking about. Schließen. Okay, time to plug my Walkman into the speaker panel. Got the bats? Ja, hier. Nice! See that panel? That's where the magic's gonna happen. Cyrus and his cult are gonna pee themselves. Anschlusskabel. Geeignet, um etwas an die Tonanlage anzuschließen. You need to conduct all the power to the box at the bottom right. Warum muss ich das eigentlich alles machen? Das ist doch dein Job. Oh Gott. Passt es so überhaupt? Da fehlt doch was. Wie drehe ich die denn, die Dinger? Ah. Okay, die müssen alle drei leuchten, ne? Müsste alle Kabel müssen an sein oder die oben? Not that one. What the? Ups. Somebody turn off those damn sprinklers. Ups. Okay, es waren Sprinkles. Sprinkle die Sprinks. Also der muss auf jeden Fall hier hin. Careful, Z. Okay, da krieg ich immer Stromschläge. Da gehen die Sprinkles an. Danach tut es mal so. Yeah. Zerstöre die Tai-Chi-Stunde. Oh nein! Is this heavy metal? My children, bring me their heads! Nice, zwei tot. Oh mein Gott. Die sind jetzt aber nicht tot, oder? Go, Z! Das wäre aber schon zu brutal, oder? Das wird uns ja gar nicht jucken, oder? Na, die sind bestimmt nicht tot. Leute, die sind nicht tot. Oh, das war aber schlecht. Oh, oh mein Gott. Ich mach das jetzt einfach so. Was ist das eigentlich? Oh, voll ein Fiebertraum! Oh Gott, Hilfe! Denkt dran, ich bin die Tochter vom Ölminister. Ihr habt nichts zu melden. Geld regiert die Welt. Ich bin so ein richtiges A-Kind. Ein AK-Kind. Ich weiß zwar nicht, was wir geraucht haben, aber es macht Spaß. Im Spiel. Finger weg von dummen Dingen. Wow, ich bin tot. Oh, das will ich haben. Was auch immer. Oh mein Gott. Verdammt. Oh mein Gott! Ich weiß, wie ich da vorbeikommen soll. Wie komme ich da vorbei, Leute? Hier, ne? Ah, okay. Danger Zone. Spiel ich ihn. Sie ist aber wendiger. Was sind wir eigentlich für Schweine? Das bringt doch gar nichts, die alle fertig zu machen. Oh shit. Das ist mir nicht wert. Oh shit. Yeah.
That's what she said. Oh Gott, Hilfe. Ich hoffe, wir kommen auf jeden Fall noch in Berührung mit dem Taxifahrer. Also den müssen sie machen, der ist Legende. Der ist eine Legende, Leute. Hui! Oh, jetzt Händchen halten. Nein, Mann, gib doch endlich mal die Hand. Ist das ein Fiebertraum einfach nur. Es ist so befremdlich, dieser Ton. Einfach nur gruselig. Wir sind im Versteck. Man darf noch cringe sein, wenn man jung ist. Do me a solid, Z. Welchen, mein Lieber? If I ever turn into someone like Cyrus and his yuppies... Das wirst du nicht. Put a scoop of arsenic in my cereal, okay? I mean that. Dafür sind Freunde doch da. Mord ist nicht so meins, sehr korrekt, aber okay. I'd put arsenic in your cereal. You know that, right? Verstörend, aber unumsichtig. Bitte nicht. Geht's dir gut? Sorry, dude. Guess I got a lot on my mind. Was denn zum Beispiel? Erzähl's mir, dir schwirrt viel im Kopf herum. Denkst du wieder an Arya? A little, yeah. They drill too much and poison the soil, Z. That's why she got sick. But I've been thinking about the other side, too. Du meinst nach dem Tod? No, sorry. I guess that was confusing. Like, what's on the other side of the border? What life is like there? You ever wonder about that, Z? Manchmal. Muss ich ja machen, damit er mir vertraut, ne? Well, I think about it a lot. All those stories about kids risking their lives, hitting the open road to reach freedom. Have you ever thought about doing that, too? Ja, manchmal. That's what I'm talking about. Z, you know. You know, you and I, we could do that, Z. I mean, we always wanted to leave White Sands, do a road trip. And we could. But then, we could keep going. We could cross the border, leave everything behind, start a new life. Wir wissen ja, was passiert ist in Road 96, als ich das probiert habe. Mir gefällt mein Leben in Petria. Ich weiß nicht, das würde ich niemals tun. Ich weiß nicht, Kato. Yeah, no, I hear you. It's crazy. Forget I said anything, alright? Dass du was gesagt hast, Zwinker. Thanks. So, what do you want to do? You know, we never did anything with the spray cans we found. Ja, stimmt. Down for a little... Hideout Makeover? Ja, das ist genau mein Ding. Man merkt eigentlich so, die hat eigentlich gar keinen Bock. Die macht gerade nur alles, um ihn zu gefallen. Beziehungsweise ich mache gerade nur alles, um ihn zu gefallen, damit ihr glücklich seid. So, what are you gonna make? Darf ich mir was aussuchen oder wie? Ein Symbol für die Macht Petrias. Ich weiß nicht, ein Symbol der Freiheit. Always dreaming, Sie. Warte, lass uns Astrosack umgestalten. You know it. Cancer to your left. Wähle eine Farbe auf der linken Seite aus. Grün. Ich bin... Ich bin 16 und ich bin in der Pubertät, okay? Ich darf das. So. Okay, mal gucken, was ich dazu sage. Wow, that was so fast. Was sagst du zu meiner Zeichnung? Your tag is pretty cool, by the way. But I should probably get going. Okay, tu was du musst. I wish I didn't have a job. But that's just the way it is, I guess. I'll see you later, Z.
sind die Brigaden? Looks like it's just me again. What is up with Kaido? Kaido Lin, part teen, part ghost. What is he hiding from me? Geil. Hey, der Tag-Teil. Macht sich gut, Mann. Okay. Ich glaube, damit sollte er es jetzt wirklich checken, oder nicht? Ah. Gut, dann gehen wir mal. Nein, das ist kein Schneepy. Gehen wir mal zu Tyrex Platz. All workers are to begin lunch preparation for the residents. Thank you. Ich würde gern wissen, wie viele Leute das gemacht haben. Kann mir doch keiner erzählen. Das war ein gekrümmter Schmetterling, genau so ist es. Genau, es ist eine Rakete. Tyrax Square, where the workers live, like Kaido's parents. So, woran arbeitet ihr? Ich schätze, du hast viel zu tun. Okay, lassen die mal in Ruhe. Reißen noch ein paar Plakate hier von den Wänden. Reißen. Befestigen. The minister must be very proud of her. Wer spricht hier mit mir? Oh, ich werde überall aufgenommen, ne? Maybe you could fill in for Kai. Madam Zoe, what a pleasant surprise. Ein Feuerwehrschlauch. Ich habe etwas über Kaido gehört. Alles in Ordnung, Frau Lin. Ah, genau. Kaido is apparently ill and can't deliver my papers. Convenient, right? Wieso ist das praktisch? Ich habe Kaido gerade doch getroffen. Was werden Sie jetzt tun? I don't know. You just never can rely on these people. There must be a solution, Mrs. Danton. Frau Danton, Sie könnten das doch tun. Ach komm, ich mach das. You? Oh, heavens, no! This type of work is beneath you! Oh, du bist so kacke, echt. That's very kind of you. Are you sure? This is like a job. Ja! Und? Halt's Maul! Bye, Madame Zoe. Well, here are the papers. Good luck, Madame Zoe. Ich hab so viel Zeitung ausgetragen. Weg mit dir. Ich kann das. Teilen. So, erstmal ihr ins Gesicht klatschen. So, Kaido ist ein ganz schöner Sack, ne? Madame Zoe, hi! Oh. Oh. Was muss ich denn machen? Wohin denn damit? Ah, okay, hier. Ey, ich habe noch nicht eine. Wohin muss denn das? Ah, hier, Zeitungsquote, okay. So habe ich übrigens damals auch ausgetragen. Hier, bitteschön. Hier. So habe ich damals auch Zeitung ausgetragen. Wohin muss denn die verdammte Zeitung? Da, bitteschön. Kauf mein Scheiß! So. Lest das, die neue Zeitschrift der Gnudisten. Wählt das Gnudistentum. Bitteschön. So, hier, fressen Sie. Lesen Sie. Kaufen Sie meinen Scheiß, neuer Gnu-Merch, jetzt im Angebot. Hier, bitteschön. Hier, für Sie, der Herr. Hier, für Sie, Madame. Sie haben auch noch nichts gelesen. Da muss es rein, genau. Immer schön in die Spinte. Zeitungsquote, überall. Lesen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie. Hier. Da, bitteschön. Das nennt man wirklich aggressive Werbung. Genau, so sieht aggressives Werben aus. Hier, bitteschön, für Sie, Madame. Genau, bitteschön. Hier oben auch noch. In die ganzen Häuser rein. Los, let's go. Wir machen einen neuen Laden auf. Oh, halt hier. Hier, nein, nein, nein. Oh Gott, da rein. Ja, sehr gut. Oh, you're done. Was? Thank you, Sie Madam haben Zoe. Den Code fast. I was just talking to Mr. Lin. Oh, kann das sein, dass sie sich gerade auftun und es dann übel Krieg gibt? Kein Problem, das hat Spaß gemacht. Hat Kaito sich seltsam verhalten? No, why do you ask? Die sagt es mir halt nicht, ne? Die sind ja alle gegen uns einig. Er verheimlicht etwas. Hiding something? No, Madam Zoe. Kaito's not hiding anything. Natürlich erzählt sie mir das auch nicht, wenn sie mich Madam nennt.
Sie verhalten sich echt seltsam. Am I, Madame Zoe? Forgive me. Well, I should get back to it. Oh oh. Oh, if you'd like, you can check in on Kaito. I'm sure he'd feel better if he saw you. Klar, mach ich das. Thank you. You know where we live, right? Nein, Kaito hat es nie erwähnt. Just down the steps there. It's one of the basement apartments. Bye, Madame Zoe. Oh, der will bestimmt nicht, dass ich zu ihm nach Hause komme. Oh, die arme Mutter. Die verfolge ich jetzt aber mal. Irgendwie ist die sus. Seht ihr diesen Sprung gerade aus der Matrix? Vertraue da irgendwie nicht. Girl, I know you have something to hide. Hm. Mal gucken, was die jetzt arbeitet. Oh. Okay, she's on the other side. Was gibt's hier noch so? Was gibt's hier? Madame Zoe, what brings you to Tyrak Square? Ich suche nach einem Freund. It's that boy, isn't it? The son of the groundskeeper and maid? Er heißt Kaido. I see. Zoe, a girl like you and a boy like that. I don't know if... Wir wissen nicht was. Never mind. Bye, Madame Zoe. So assi einfach nur, oder? She snubbed you, Bill. Ouch. She's just someone's daughter. She'll see one day. Sie putzen das aber nicht richtig. Madame Zoe, long time no see. What's new? Oh, nicht viel. Well, okay. Ich erzähle mal nicht jedem, dass der sich komisch verhält. Er beschäftigt sich wie immer. Well, stands to reason. There's a reason our oil industry is doing so well. Hardworking individuals like your father in Tyrak. Gut zu wissen. Die hassen mich irgendwie alle, oder? Und die Madame Zoe, it's nice to see you. Gleichfalls, Frau Walters. The election's coming up. I'm sure you've noticed. Ja, ich schätze schon. I don't know why, but I feel like maybe this one will go differently. Ach ja. I just feel like change is in the air. Maybe this Flora's character will win. Not that I want her to, of course. Have a great day now, Madame Zoe. Okay. Öffnen. Schließen. Gibt's hier nichts für mich? Well, we need the labor, but oh, ich kann hey, I don't trust that was my burger. Who knows what sorry. They were doing before. Ron, can you turn it up? Madame Zoe, please. Shush. Ich hab so das Gefühl, ich darf irgendwie alles machen. Ich hab so das Gefühl, ich kann ja alles machen. Keiner traut sich irgendwie, mir zu widersetzen, weil ich die Tochter vom Ölminister bin. Gucken wir mal, was hier so geht. Hallo, Madame Zoe. Always a pleasure to see you. Das ist eine Lüge. Madame Zoe! What brings you here? I hope it's not to file a report. Ja, alle wissen irgendwie Bescheid. Mach mal einen Spaziergang. Well, okay then, Madame Zoe. Please send my regards to the minister. And praise Tyrak and his son, Colton. Nein, da sage ich nichts. Ja, okay. Also, da gibt es auf jeden Fall zwei Lager. Und ich entscheide mich gerade, auf welches ich zugehe. Madame Zoe, I'm just on a break. Ja, die Armen. Oh, darfst du das? Ja, das ist in Ordnung. You're not gonna tell me? Nein, warum sollte ich? Well, because you're a resident. Because of who your dad is. Ich werde dich nicht verraten. Thank you, Madame Zoe. Ganz, ganz bad vibes hat es hier. Madame Zoe? Whoa. All workers do you are to do begin lunch preparations for the residents. Ja. Thank you. Mach ich, Rudy. Okay, jetzt gehen wir mal. Kann ich den da was hinsprayen? Ja! Okay, hier unten wohnt er irgendwo. Ich glaube, dass er das gar nicht geil findet, wenn ich ihn jetzt. So, mach mal so ein bisschen Randale. Reißen.
Sehr schön. Ist er hier? Klopfen. Boah, der wird mich hassen, ne? Bin mir nicht so sicher, ob der das gut findet. Kaido. Sie? Come in. Oh, der ist ja voll tiefenentspannt. Hey, Brudi. Oh. Der sieht aber traurig aus. Hi, Sie. Deine Wohnung ist toll. Yeah, real nice. So, what are you doing here? Hab deine Zeitung ausgetragen. What? Ja, ich hab gearbeitet. Liebe mich endlich, Mann! How did it go? Glaube, ich bin ein Naturtalent. Ha, yeah, right. Nee, im Ernst, Kaido. Zoe Muller delivering newspapers. It's just too funny. I would have paid to see that. Hey, darf ich auch etwas sagen? Dude. Du siehst nicht krank aus. Du bist gar nicht krank. Ja, er sagt, er ist krank. Yeah, well, that's because I'm not. I lied, okay? You've never lied before? Deine Mutter war in einer blöden Lage. I know, and I feel bad about it. I just couldn't deliver the papers. Not today. Look, you want to sit down? You're making me kind of nervous. Mach dich gerade nervös, aber na klar. Hinsetzen. Look, it's just... Did you see today's paper? Tyrax celebrated in Colton City. It's total BS, Z. Ich hab den Artikel gesehen. Z, the people in Colton City, they don't like Tyrax. In fact, they really, really don't like Tyrax. Warum sollten sie Tyrax nicht mögen? Ja, das glaube ich dir nicht. Z, I'm from Colton City. You know that, right? Ah ja, du hast recht. Ich rede ihm einfach alles. Ich rede jetzt nicht mal. Beruhig dich, Alter. No, dude, I won't. I know it's not cool, but this is important to me. Colton City? It's not like how they portray it at all. There's poverty and suffering, and it's just kind of falling apart. That's why Aya died. The pollution there gave her cancer. Vielleicht hat sich in letzter Zeit etwas geändert. No. Diese Entscheidung hat Auswirkungen. That's why I couldn't deliver the papers. Seeing his photo and those words, it just made me so angry, Z. Still not all the way convinced, are you? Vielleicht ein kleines bisschen. Well, then I guess I'll just have to show you. Na gut, Kato, für dich mache ich alles. Come on, Z. I know you're not a little kid anymore, but just close your eyes. Rauchen wir jetzt wieder irgendwas? Oder oh, wir haben wieder was gesmoked. Du bist echt kein guter Einfluss für mich, Brody. Is Colton City really the place Kaido says it is? Let's see, Sailor Moon! Petria isn't perfect, sure, but look at this place. Oh, ich will auch mal wieder Inliner fahren. Das Problem ist bei mir. Keine Ahnung, wohin. Ich gehe nach rechts. Bei mir ist das Problem, ich kann nicht bremsen. Deswegen habe ich irgendwann aufgegeben, Inliner zu fahren, weil ich einfach nicht mehr bremsen konnte. Ich habe es nie gelernt. I'm telling you. Ah, okay, jetzt sieht man halt, dass die überall Ölgrabung machen, alles halt zerstören. Oh mein Gott. Ist das nicht das gleiche auch mit dem Willow Project? Warum, also, wo einfach jetzt so drüber hinweggesehen wird? Aber Leute, ne? Kohle macht halt alles, ne? Ist komplett scheißegal. Aber dann die ganze Zeit die einzelnen Haushalte dafür fertig machen, wenn man irgendwie eine Umwelt verschmutzt. Now do you believe me? Tut mir leid, auf keinen Fall. Ja, komm, ich gehe rüber zu ihm. Komm ich rüber! Ja, ich glaube ihm jetzt. Er bremst verliert. What's with all the TVs? GNN is government run. Na, ich glaube ihn mal. Voll süß gemacht. This is actually cute.
Was mir gerade einfällt bezüglich der Musik. Gibt es hier eigentlich irgendwie die Möglichkeit, ich glaube nämlich, das ist alles kein Copyright. Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit, das als Copyright einzustellen? Weil das Problem ist dann ja immer, dass man gar keinen Ton hat. Aber er sieht wirklich hot aus. Ich hab hier schon Fangirls. Und Boys. Fühl ich aber. Oh Gott! Nee, ich verstehe auch seine Intention komplett. Also ich dachte jetzt, er wollte keine Zeitung austragen, weil er zu faul war. Aber es liegt ja wirklich daran, wegen dem Artikel ist schon ziemlich cute. Also ich hab die Musik noch an. Aber ich frag mich, ob wir auch irgendwie mal zusammenkommen. Oh mein Gott. Ja, siehst halt, ne, die Zerstörung der Erde. Come on, see? Open your eyes. Ich seh's. I see it, my friend. Und die armen Leute müssen unten leben und in der Nähe von diesen ganzen giftigen Ölsachen und Ausdünstungen werden krank. Das ist ja eh schon oft bewiesen, dass es auch krank macht. Oh Gott, Hilfe. Aber es juckt halt niemanden, ne? Oh Mann! So. Hat so ein bisschen Arcane-Vibes. I'm still torn. Nein, es scheint so sicher zu sein. Ich kann mich da wirklich entscheiden, ob die Freundschaft komplett beendet wird, ne? Also ihr könnt quasi auch komplett mit dem Streiten sagen, ich glaube euch nicht, ich habe ein geiles Leben. Mir egal, was du sagst. Zwei Welten, ja. Absolut. Ach komm, Rang B. Spiel lügt mich nicht an. Die Großkonzerne müssen auf die Umwelt achten. Wir können nicht viel ausrichten, ja? Aber jetzt startet das Willow Project. Unter deinem Video, Road 96 Video, haben auf YouTube die Publisher kommentiert, dass sie Leute unterstützen, die das Spiel spielen und keine Copyright Strikes machen. Schätze, ist dir dasselbe? Ach, echt süß. Ach so, ja, das nicht. Aber ich glaube, das können sie wegen der Musik nicht sagen, weil die Musik ist ja lizenziert. So, what's going on here? Wer nagelt hier schon wieder? Alles klar zwischen uns, Kay? I guess. I wish you saw things my way, you know. But I can't force you. Danke für dein Verständnis. Wie geht es mit der Rampe voran? Okay, I guess. Truth is, I don't really know what I'm doing. Du musst sie nicht bauen, das überrascht mich kein bisschen. Mir ist so langweilig. This is my problem because du dich um mein Wohlbefinden sorgst. My dad says only boring people get bored. Weil dein Papa selbst langweilig ist. Ich brauche Unterhaltung sofort. I can be a very demanding friend. You know that, right? What do we normally do when we get bored? Penisse auf Wände sprühen? Hm. Oh, ein Sticker. Gib mir das Sticker. Kann ich ja gar nicht. Ach, süß, den habe ich da hingeklebt. Sachen zerstören, rumschreien. Kalender mit Katzenbildern basteln. Yeah, but we can't do that. Not all the time. I know. Truth or dare. Ein wenig abgedroschen, aber gut. I see you're super excited. Hey, you're the one who said you were bored. Not me. I'm just trying to help. Ah, ein Tweet vom Entwickler. Yes, all the music on the Ost is free and clear of streaming. Ja, dann, Leute, let's go, ihr Süßis. Wehe, wenn nicht, ich rufe euch an. Nein, nein, wir bleiben hier drin. Nein, ich will jetzt weiter der Pflicht mit meinen Schatzi spielen. Go first, see. Truth or, you know. Okay, zuerst Wahrheit oder Pflicht, Leute? Ach, erst Wahrheit. Whoa, the truth. I like it, see? What's like, you know, your biggest dream? Mit den Nageln.
eine ziemlich blöde Frage. Again, you said you were bored, not me. Mit dir einen Roadtrip zu machen. No doubt. Kaido and Zoe on the open road. Raising hell. I can't wait. Der nimmt mich einfach nicht serious. All we gotta do is get a pass. Somehow. Okay, jetzt bist du dran. Als Wahrheit oder Pflicht? Dare. Rufe, ich liebe Tyrek. Rufe, wählt Floris. Watch and learn. Let me just... Okay, good to go. Aber hier hört dich ja keiner. Vote for Senator Flores! Doch keine schlimme Pflicht. Süß. Satisfied? Du bist verrückt. Ha. Yeah, maybe a little bit. Okay, your turn. Pflicht. Let's see. Okay, got it. I dare you to do a handstand. Okay, wir sind wirklich erst 16 oder 12. Das habe ich lang nicht mehr versucht. Beiseite, los geht's. So, jetzt erstmal ein Airflare. Was? Nice. Drück eine liebe Taste. Ah, okay. Hold it. Look at this. Not bad. Not bad. Think I'll go with the truth this time. Wer war der Typ, mit dem ich dich gesehen habe? Okay, was verheimlichst du mir? Weil sonst weißt du, dass wir ihn hinterher spionieren. What? Ich hab dich mit dem Kerl gesehen. You saw that? Ja, hab ich. That was... a family friend from Colton City. Na, Lüge. Warum hast du dich mit ihm getroffen? He doesn't have a resident card. We could get into trouble. Was wollte er denn? Just to give my parents and I some info about our family and friends. And he gave us some money, too. Ich weiß nicht. Geld wofür? Z, I'm poor. That's why I have, like, the only basement apartment in White Sands. Dude, you live between Tyrak and Sonia Sanchez. It's absurd. Das glaube ich dir nicht. Sollte sie dir das wohl glauben? Das glaube ich dir einfach nicht. It's the truth. Now, come on. It's your turn. Das glaube ich nicht. Or dare? Wahrheit. Okay. Why won't you talk about being at the wall in 86? Kato, bitte wie oft, weil ich es nicht will. But you should. I know it bothers you. Okay, okay. My bad, Z. You're not ready. That's cool. Bereit für deine Runde. Uiuiui. Actually, I should probably get going. Ja. Was, jetzt schon? Sorry, yeah. I have a few things to do before tonight. For my folks. Look, Z. Was? I gotta tell you something. But not now, okay? Meet me tonight. At the top of my building. I'll unlock the door for you. Oh. Oh. Kaito. Heute Nacht. Er und ich. Listeners, it appears our beloved president will make an announcement in the upcoming days. Will it have something to do with the upcoming election? You'll just have to tune in to see. Warum können beste Freunde nicht einfach eine beste Freundin bleiben? Es geht. Ich habe auch beste Freunde. Aber so früher ist mir das schon auch passiert, dass ich mich dann verliebt habe. Ist echt sein einfach so, oder? Ich würde noch mal gern zum Tyrek Park. Präsidentenpark, weil die üben da gerade was. Das wird mich nerven, diese Durchsagen. Das wird mich irre machen. Aber warum steht Kaito 28 und nicht 42? Weil meine Story schon 42 erzählt ist? Danke für die ganzen Subs, die lese ich nachher voll süßen. Dass ich mich hier überhaupt noch hintraue, nach dem, was ich gemacht habe. Attention! Tomorrow's Tai Chi Session has been cancelled due to
unfortunate event. Have a nice day. Madam Zoe, here to give us a speech. Oh yeah, that'd be great. Like daughter. Hm. Ja, hier geht nix. Die proben nur. Da wird eine Statue gebaut. Also der feiert sich schon ein bisschen zu hart. Okay. Dann lassen sie uns doch einmal nach unten gehen. Zum Versteck. Boah, diese Durchsagen würden mich so irre machen, ey. Wie bei der Bahn. Hallo, liebe deutsche Bahnbesucher. Die Bahn fährt wieder nicht und kommt zu spät. Danke. Hat die Hymne nur eine Zeile oder machen die es nur so kurz? Ich glaube, die machen es mittlerweile so kurz. Okay, dann lass uns da mal hingehen. Kaitos Wohnung. Oh! Attention, for your well-being and everyone else's, please adhere to our security measures. Thank you. Thank you. Thank you. So. Einige Stunden später. Okay, Kato wird mir irgendwas erzählen. Das machen wir wieder hoch. Wieso soll ich das jetzt reißen? Ach so, hoch, ne? Oh, nice. You came. Gut, dass ich keine Höhenangst hab. I know, right? Boah. Do you wanna sit? Nein. Also da wäre ich raus. Auch für dich, mein Freund. Der Nationalberg und ganz in seiner Nähe ist die Grenzmauer. Ich habe immer noch Albträume vor dem Anschlag von 86. Das, wenn ihr das wissen wollt mit dem Anschlag, müsst ihr den ersten Teil schauen. Noch eine Beschwerde über Sonja. Papa mag ihre Partys nicht, vermutlich, weil er nie eingeladen wird. Die geht wieder übel ab, Mann. Es heißt, die Statue von Tyrex sei aus purem Gold. Vielleicht beiße ich eines Tages mal hinein, wenn ich mich langweile, nur um das zu überprüfen. Ich würde einfach den Arm verkaufen. Die schimmernden Lichter von Carlton City. Kaito sagt, die Leute dort mögen Tyrex nicht, sondern sonderlich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von hier oben ist White Sands besser. Yeah, it's different from up here. Like a different place altogether. Sometimes I come up here to think. Sometimes not to think at all. Ja, ich hätte nichts essen sollen, bevor ich hier hochkam. Großer Fehler, aber wirklich. Wissen deine Eltern, dass du hier bist? I lifted the key from my pops. He has so many for his job. He's never gonna know one's missing. You see the horizon there? That's my favorite part. Carlton City sieht so klein aus, tolle Aussicht auf den Nationalberg. Keine Ahnung. Yeah. And peaceful. Though I know it isn't. Listen, Z. I got some things I need to tell you. Ich weiß, deswegen bin ich hier. First off, we need to talk about 86. Dräng mich nicht! Oh, nicht schon wieder. Oh Gott, jetzt kriege ich einen Anfall hier oben. I know it hurts to try to remember. You're scared, but I'm here. I got your back, see? Ist nicht ihre Mutter dort gestorben? Lass uns das Thema wechseln. No, Z. It's important. You can't always be running from 86 like this. You gotta face the truth. Look, I can't imagine what it was like. The explosions, the falling rock, the screams. Nein, das kannst du nicht. Ich habe Menschen sterben sehen. But it didn't go down the way you think. The brigades didn't cause the collapse. Wovon sprichst du? Verarsch mich nicht. It was the government. You know this, but you don't want to believe it. Stop!
Oh, jetzt hat er mich auch wieder ausgeraucht, um herauszufinden, dass ich lüge. Der manipuliert mich! Okay. Also für all die, die es mitbekommen haben, bei Road 96 ging es quasi darum, dass halt die Brigaden gehasst worden sind, weil es gab einen ganz schlimmen Anschlag, als quasi irgendeine Eröffnung war. Und der wurde aber nicht von den Brigaden ausgeführt, sondern von jemand ganz anderem. Aber guck dazu Road 96 an. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern für alle, die es sehen wollen. Und ich glaube, dass ihre Mutter dabei gestorben ist. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Es ist schon eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe. Da ist es doch. Genau, in der Eröffnung von Tyrek, irgendwo von der Brücke, irgendwas war doch. Oh. Wurde eröffnet. Ja, genau. Könnte die Regierung dahinter stecken? Oh. Genau, die Grenze wurde eröffnet. Da war was. Road 96. I know. Nah, your memories got tangled in their lies. Look, I'll show you. Ja, heutzutage weißt du wirklich nicht mehr, was stimmt und was nicht. Boah, wie gemein. Wuhu! Find's aber eigentlich ganz cool, dass sie das so... diese Reise so darstellen mit diesem Skateboard und so. Das ist eigentlich echt cute gemacht. Ich hätte trotzdem noch gerne einen Taxifahrer. Der war ja auch, der hat ja auch voll die geile Story eigentlich. Aschi! Detonate the explosives. Oh, ihr Vater war das sogar. Forgive me, Sarah. Ach, ihr Vater war das sogar, nur um quasi die Brigaden unsympathisch zu machen. Devil May Cry Style. Oh. Ooh. Oh mein Gott. Was, wenn er recht hat? Ich bin so durcheinander. Mein Vater würde mich nicht anlügen. Ugh.
Und ab dann war sie ja auch in Road 96 gegen die gegen die Regierung und alles. Und ist nicht ihre Mutter auch gestorben oder wie war das? Die ganzen Lügenpresse. Hey, nun Zera. Neuer Rekord. Es gab auch davor nie einen. Sorry to do this to you, but I gotta tell you something else, and I don't think you're gonna like it. Was willst du mir jetzt sagen? Zoe. Was? It's about that guy you saw me talking to. What, John? John. He's not a family friend. He's... Er ist was? Was? A Black Brigade. Boah. Yeah, Zoe. Was ist mit deinen Eltern und dir? I don't know. Maybe they're helping us. But they expect something from us too. I don't know if we can trust them. Was wollen sie? They want us to get a file from Tyrak's palace. Eine Akte, was für eine Akte? Yeah. That proves the brigades weren't behind the peak collapse. The government, Tyrak was. Okay, die wollen quasi den Beweis, dass Tyrak hinter dem Anschlag stand. Und alles endet wieder bei 86, klar, deswegen warst du vor Tyrak's Palast. Yeah. And why I'm interested in that palace model. Maybe it could help my parents and me. The deal is, if we can get the file for this guy Robert, they'll help us get out of the country. Das hättest du mir früher sagen sollen. I was scared, all right? You're the minister's daughter, Z. I didn't want to lose you. Was soll ich tun? I don't know. I just know I had to tell you. It was killing me. Ich will dich nie wiedersehen. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Can we talk about this, Zee? Please. Way to go, Kaido. Might have just lost another best friend. Oh, spiel ich mal ihn. Revolutionär. Sie kann die Wahrheit einfach nicht akzeptieren. Hat sie recht, was die schwarzen Brigaden angeht. Das kann, also man kann die halt übel aufeinander hetzen. Also das Spiel lohnt sich auf jeden Fall öfter durchzuspielen. Aber ich gehe jetzt mal, dass beide auf dem gleichen Nenner sind, weil durch Road 96 weiß ich ja schon einiges. Wir müssen die Akte für die Brigaden beschaffen. Können wir den Brigaden wirklich vertrauen? Das ist halt die Frage, will ich revolutionär werden oder müssen wir die Akten besorgen, um zu beweisen, dass die nicht schuld waren? Die Akten, ne? Boah, diese Entscheidung hat Auswirkungen. Ich will ja beweisen, dass die es nicht waren. Uiuiui. Also ihr könnt es wie gesagt echt öfter durchspielen. Das ist immer spannend. Die Familie, die ihr lebt, hat einen Tyrak-Schrein in ihrem Wohnzimmer. Ich habe ihn einmal gesehen. Ich frage mich, ob er echt ist oder nur eine zur Deckung dient. Frau Green, die Dame, die hier lebt, ist eine Freundin meiner Eltern. Eines Tages ist sie einfach verschwunden. Das kennen wir doch aus anderen Ländern. Good morning. Today's date is May 4th. Let us make this the best day we possibly can. Thank you. Ja, Sir, ja. Zwei Tage später. I'm Z.
Sonia Sanchez. You're watching The Sonia Show for May 4th. The stage at Presidential Park has been prepped for Tyrak's big announcement later today. Many fans, like Gwen behind me, are already here, eagerly awaiting the words of their beloved president. Will Tyrak officially announce his candidacy for the election? I hope so. Of course, I'll be here live, covering the event as it unfolds. Gwen, you can stop waving now. And now, the weather. The weather is perfect as always, but a sandstorm will pass over White Sands in the next 24 hours. And it's picking up strength, with reported wind speeds already reaching up to 100 miles per hour. Meteorologists, or maybe just myself, have named it Sandstorm Sonia. Of course, The Sonia Show will also keep you updated on Sandstorm Sonia developments. I'm Sonia Sanchez. And this has been The Sonia Show for May 4th. Gwen, stop! Durch dieses Game sieht man noch mal viel besser, wie schlimm das Ganze ist. Ja. Attention! Due to rising temperatures, water has been diverted from Tyrak Square. Thank you. Vor allem in einigen Ländern ist es ja wirklich sehr ähnlich. Dass Leute verschwinden, die sich irgendwie aufmüpfig verhalten und sonstiges. Okay. 5.4.1996. Kaido, do you copy? Oh, ein Sticker. Kaido, just pick up. I had a feeling. Good thing I got these emergency walkies so that I could always annoy you, right? Tut mir leid wegen letzter Nacht. Yeah, well, to be honest, I'm still mad and confused. You made me think about 86, and then you revealed, well, you know what. It's a lot to process. Es ist sehr viel auf einmal, tut mir leid. Thanks for saying that. But like I said, I'm still not sure how I feel about all this. You're putting me in a tough spot, man. Erneut tut mir leid. I guess you're wondering why we're not having this convo in person. I'm grounded. Again. Oh nein, was ist passiert? Dude, after we had our talk, Adam caught me sneaking back into my room. Been grounded ever since. Der wirkt schon sehr aggro. Das ist scheiße, sie tut mir leid. Yeah, well, I'm used to it. Meet me at my place later. I'm grounded, but I can still sneak you in. Later, man. Over. Boah, der hat richtig Schiss, wenn die Bodyguard hat. Get over here, young blood. Young blood. So geil. John, ist schön, dich zu sehen. Wasn't sure you'd be here, young blood. But I had to take a chance. Look, we got ourselves a situation. Was für ein Problem? Intel says Tyrak knows there are black brigades in White Sands. Wie ist das möglich? You didn't tell anybody about us, did you? Tell me the truth now. Vielleicht habe ich das irgendwie. Oh Gott. Nein, ich vertraue ihr. I didn't think so. Robert had his doubts, but I know you're a smart kid. Oh Gott. Ich bin voll und ganz dabei, John. Robert scheint geheimnisvoll zu sein. Was will ich denn sein? Will ich wirklich dabei sein? Kann es sein, dass ich dann sterbe? Also die Person kann ja auch sterben, ne? Das ist euch ja klar in dem Spiel. Ich weiß nicht. Aber eigentlich, da ich ja Road 96 gespielt habe, weiß ich ja, wie Dinge waren. That's good. That's real good. We need more people like you and your folks. Look, it's important you don't trust anyone. Not even your best friend. Schweigen wir ein Grab? Ich habe meinen besten Freund. Heck no. You just never know who's on the other side. Ich fühle mich unwohl mit dem Geheimnis. I know. Think of everything you risk destroying if you trust the wrong person. Look, young blood, the situation being what it is, your parents gotta grab the file tonight before the cops. Meine Eltern. Okay, heute Nacht kein Problem. Here, the codes for the safe that we promised you. Oh, meine Eltern. Don't let this fall into the wrong hands.
kann es kaum erwarten, sie euch zu geben. Oh mein Gott. And we're looking forward to getting you out of this hellhole of a country. Believe me. Uh-oh. Tyrak's about to make his big announcement. I hope it's to say he's at death's door. Was denkst du, was sagen wird? Not sure. But whatever it is, you can be damn sure it's nothing but lies. Remember, tell your parents it's gotta be tonight. I'll pick you up at the spot, okay? So long, kid. Später. Mama! First things first, I need to set things right with Z. Yeah. Brief öffnen, den Brief verschlossen halten. Boah. Boah, was für Entscheidung. Ah, I don't know. Hat er gesagt, ich darf ihn öffnen oder nicht? Oder was soll ich jetzt tun? I'm really not sure what I should do. Was soll ich tun, Leute? Oh, ihr seid wieder so neugierig. Sagen alle öffnen. Der Code für Tyrak Safe ist 41186. Okay. 41186. Oh, Leute. Dann holen wir mal Zoe. Zoe, girl. Anstatt sorry, sorry, girl. Attention workers. Please check your security level access before entering new zones. Trespassers risk fines or worse. Good day. You lost, son. Nein, und sie? Careful, boy. I could take you in for a comment like that. But I won't. My shift's almost over. You just head on back to the dorms. All right? Ja, ja, Brudi. Alles gut. Ja, Sir. That's a good little worker. Ja, Sir. Okay, now that he's gone. Hi, I'm here. Alles klar zwischen uns? I don't know. What you said on the rooftop? You kept the truth from me. Oh, sie glaubt mir also. Sie's Schlafzimmer ist größer als meine ganze Wohnung. Tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. I have my doubts about the government being what you say it is. You sound like a nutball conspiracy theorist. Na, verstehe ich. Verstehe ich. Ein Sticker. Ich will auch, dass es einen Sticker von mir gibt. Ich darf nicht durch die Vordertür rein. Sie sagt, dass es daran liegt, dass ihr Vater meine Eltern nicht kennt. So. Ich schwöre, ich sag die Wahrheit. I wanna believe you, but it's complicated. I know, girl. Das verstehe ich. Thanks. But Big A, true love comes around only once in this lifetime. Have you told her how you feel? Hey, der hat sich eingeschaltet. This is Adam you're talking to. Hello? Hörst du das, sie? Dude, I think we're picking up Adam and Steve's convo. Our frequencies must be mixing up. Hey, das ist doch voll gut. Warte, wer ist Steve nochmal? Steve's Adam's bestie. He guards the gate of Tyrax, remember? They chit-chat all day. You get the feeling someone's listening in, Adam? I do, actually. Gonna change the frequency. So long, suckers! Oh, we lost them! Ist das ein Problem? Well, we have to! Adam's in love! We gotta find out with who! Ja, du hast recht. If you walk around, maybe you can pick up their signal? Zoe needs her hot goss. Oh, da war was? Oh. Wie finde ich das Signal? Hier ist es. Oh, da war gerade was. Schee. Da, Signal erfassen. Okay, ich glaube, wir haben's.
bloß die WLAN-Punkte abgreifen, oder? Zuhören. Oh. Officer Campbell speaking. What's your emergency? Oh, die war so cool, die Campbell. I'd like to file a complaint against my neighbor Sonia Sanchez. She tosses her champagne bottles into my backyard. Warte, ist das dein Vater? Yeah. He's always complaining about Sonia and her champagne bottles. I think he's actually, like, secretly jealous of Sonia's drunken lifestyle. Okay. Let's lauschi. Lauschi, lauschi. Oh nein! So, okay, wo kann ich hier wieder lauschen? War das hier? Zuhören. So, like, I've been writing your poems in fan letters. Ah, wahrscheinlich steht da auf die Sonja, ne? Not to be graphic, but she wipes with fan letters. That's what I hear anyway. Ja, sie Sonja. Voll cool, wie es langsam immer stürmischer wird wegen dem Wind. Sag uns, in wen du verliebt bist, Adam. Oh, Jesus! They're back again. Oh, verdammt. So darn rude. Hey, whoever you are, let Steve and I talk in peace. Changing the frequency again. Ciao, losers! Was hat wieder gehört, wen? I know, right? This is way better than Petri and soap operas. Die Musik ist so lustig. Da ist bestimmt jetzt jemand anders zu hören. Officer Campbell speaking. What's your emergency? I don't like my neighbor. That's not really a crime, ma'am. You can't arrest him? Afraid not, ma'am. Hier ist so eine nette Stimme. Adam war in Road 96 Sonjas Bodyguard. Genau. Ich erinnere mich, ich dachte doch gerade, der war ja eh so in Love mit der. Ah, now it makes sense. So, zuhören. Oh, please. This is not a career, Luke. Kennst du Luke? Nope. But this convo is juicy too. Well, it's a career to me. A career isn't being someone else's shadow. Dolores, I am an actor. Yeah, right. And I'm Senator Flores. Anyway, when are you coming home? About 20 minutes. Want me to grab some chicken? That'd be great, yeah. Okay, hier jetzt noch mal was. Dann können wir doch auch einfach die abhören. My friends, we all know Tyrak is a lizard king. I don't think this is Adam and Steve. But lizards are interesting. We've seen him shapeshift many times. Verarschen sie die Echsen, But what we Echsen didn't Mythos. Know until recently is that Flores is a lizard queen. So, no matter the outcome of this election, get ready to have a lizard as your president, folks. Das ist so verrückt, oder? Look, I'll give it to you straight, because that's how I roll. That's it! You gotta confess. Tell her. Stop beating around the bush. Yeah, right. Me, Adam Kopchak, tell Sonia Sanchez I love her? Forget about it. So obvious. Say it yourself first, Big A. Say, I love you, Sonia. I, love you, Sonia? Nein, aus voller Überzeugung, Adam. Yeah, like the kid said. Here's the deal. If you don't believe it, you sure as hell won't. Due to increased security measures, any person caught graffitiing risks imprisonment hell yeah. for themselves now that's and for the family. I believe in. Oh, have a nice day.
Okay, müssen aufpassen, dass die Polizei catcht. Sonja, die vorne stehen, so geil. Come on, you got this, big dog. Oh mein Gott. I'm Adam. I just want to say, I really love what you do. Well, bye. Oh, I love her so much. Oh mein Gott. Oh Gott, wir sind wieder auf dem Trip, Leute. Let's go! Der arme Dude, ey. Stimmt, der ist ja in Road 96 ihr Bodyguard dann, ne? Gewesen. Oder kommt, wird noch ihrer, weil das ist ja vorher. Find's aber cool, weil man wusste nie ihre Story von Zoe. This is nice. Crazy in love with Sonya Sanchez. Mind-blowing stuff right Wann there. Sind wir endlich mal in love? Yeah, this isn't gonna end well for Adam. Hm. Oh, ich hab richtig... Es ist klasse, dass er das macht. Ich hätte echt Bock auf Inliner fahren, wenn ich das sehe. Sonya, wait! Skateboard... Oh. Skateboard ist nicht so meins, aber... Oh, ich glaube, muss da ausweichen. Ich dachte, ich kann reinspringen, weil die so schön aussehen. Dang, love is intense. What a relief, we're just friends. Ja, das ist es. Und wann geht's mal um unsere Love? Dreamlight Valley Drops are available on Tuesday on my channel. Woo! Yeah. Ich habe ein bisschen Sorge, dass uns der Kato wegstirbt, um ehrlich zu sein, ne? To be honest, Leute. Weil wir das jetzt machen. Ach shit, ich sammle es nicht ein. Ich hasse diese Passage. Oh Gott. Oh Gott. Du musst die Glühbirne bei ihm öfter nehmen. Was passiert sonst? Ist das wirklich das, was ich denke? I've been thinking about what you said on the roof. About the file. Worüber hast du nachgedacht? Look, I want to help you get it. Wenn du mich verarschen willst? I mean, I'm not gonna actually break in. I doubt your parents would be cool with that anyway. But I can help you with the layout of the place. Yeah, seriously. Warum solltest du mir helfen wollen? Ich könnte echt deine Hilfe gebrauchen. Yeah, of course you could. Here's so cool, wie es langsam stürmischer wird. If the file actually exists, big if, I can learn the truth about Tyrak, the government, my dad. And if it doesn't, das wollte ich dich gerade fragen. Then I get the satisfaction of proving you wrong, which you know, you probably are. There's just one thing you've got to promise me.
If the file really exists, wenn es die Akte wirklich gibt, I want to leave White Sands with you and your parents. Deal. Then it's settled. Oh, und eine Sache noch. Es muss heute Nacht erledigt Tonight? Werden. What? Die Polizei rückt an. Fine. Now let's get to work. So yeah, as you can see, I found the toy Steve was telling you about. Wo war es? In a cardboard box. Adam helped me find it. Weißt du, wofür du es brauchst? Dude, it's Adam. Untersuchen. Was ist das? I'm guessing that passage leads to the safe. Tyrak's office is nearby, so it would make sense. But, you know, I can't say for sure. Daddy's office was off limits when I babysat Colton. Und das? Yeah, that's your way in. No doubt about it. Eingang safe, was ist das? Cameras, motion sensors, lasers. Tyrak's got all the security toys a president could ever want. Yeah, that's your way in. No doubt about it. Cameras, motion sensors, okay. Lasers. Tyrak's got all the security toys a president could ever want. Okay, wo sollen wir jetzt hin? Ins Versteck. A sandstorm Sonia approaches. All workers must help residents prepare for the storm. Good day. Good day. Okay. So, und was muss ich nun tun? Muss ich bei ihr bleiben oder ich weiß es gar nicht, ich hatte ja gar keine Option mehr. Das war irgendwie weird. Ich gehe nochmal zu ihr. Reminder, if you see any possible brigade activity, report it at once. Thank you. The walkie-talkie. Kann ich nochmal zu ihr hoch? Ich kann das Walkie-Talkie nicht mehr verwenden. Mal gucken, ob ich nochmal reinkomme. Nee. Die Pflanze fliegt in der Luft. Da muss ich, glaube ich, doch nochmal zurück. Aber wohin? Vielleicht gehe ich mal in die Stadt. Da war doch irgendwas. Tyrak's Platz. Attention workers. A search is currently being conducted at Tyrak Square. Avoid interfering with law enforcement agents. Thank you. To Tyrak, okay. Ui. Oh, was ist denn hier los? What's going on? Move along. Nothing to see here. Warum spricht Papa mit diesen Polizisten? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist mein Vater da unten. Oh. Kaito, stick around, okay? What's happening? Oh, die Polizisten befragen Papa. What? John hat mir den Code gegeben. Wissen Sie von uns? I don't know. Stay here. Mama, bitte geh nicht. Stay here, I said. Oh nein, Mama, nein! Mama, du bist auch verhaftet. Officer, my husband's down there. What seems to be the problem? No problem. Just doing our search, man. Eine Untersuchung weswegen. Kaito, please. Just following up on a tip that there are some sympathizers in the community. Sympathisanten? Oh, I think you know what I'm talking about. Wir sind keine Brigaden. Like I said, we hassen got a tip. We're just following up on it. Wir wollen die Brigaden ausstoppen. If you're not sympathizers, then you have nothing to worry about. But we'll let the inspectors sort that out.
Die Ermittler. Ich versuche mal mehr wieder in die Fragezeichenrichtung zu kommen, oder? Ich glaube, das ist besser. Oh, speak of the devil. Here they are now. Put your hands up now. Separate the kid, Rick. Let's have a word with him. Search the kid, Rick. Oh Gott, aber die hat uns nicht verpfiffen, oder? Oh nein, der Brief. Lassen Sie meine Eltern sofort gehen. Look, we found all this stuff on you or in that little apartment of yours. We're gonna need some explanations. Oh nein. Verdächtig. Oh nein, mein Stuff. Sie dürfen nicht wissen, dass ich Papa Baby um 19 Uhr eine Stimme die Brigaden höre. Ein Wahlflyer. Oh nein, hätte ich nicht aufheben sollen. Der Code. Mein Walkie-Talkie. Oh nein, was mache ich jetzt? Das Radio, das Walkie-Talkie. Ich spreche mit meiner Freundin. And who's your friend? Oh oh, Zoe Müller, um genau zu sein. Ich bin mal ehrlich, oder? Was soll ich machen? The minister's daughter. A kid like you? Beep beep, Tom. Think my BS detector just went off. Oh. Uh-huh. Sure did, Rick. Das Radio. Got this because you listen to a specific broadcast, don't you? Yeah, the Black Brigade broadcast. Ich höre nur Kassetten. Ich höre nur GNN oder ich höre nur Kassetten. Was soll ich machen? Oh Gott. Aber das ist doch schon sehr scheinheilig, oder? Oh, good. So you can tell us who GNN's reporter is. We're waiting. Sonja Sanchez, oder? GNN ist doch Sonja. Oder Tyrek oder Herr Müller. Hilfe! Hilfe, Leute, wer ist es? Sonja ist es nicht, oder? Oh Gott, help me, Leute. Help me. Na, ist es sicher Sonja? Nur weil ihr Sonja kennt? Okay. Okay, gut. Oh, gut. Die Notiz. Was sind die Zahlen? Ich weiß es nicht. Ach, das ist nicht wirklich nichts. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ach, das ist nichts, wirklich nichts oder Punkt, Punkt, Punkt. Boah, mein Gott, ich will nicht abkacken. Was soll ich machen? Help me up. Before I go, go. Oh, mein Daddy. Mein armer Papi. Weiß es nicht. 41186? I know those numbers. Oh, yeah? Wirklich? Yeah. Glaube ich nicht. That's Colton's birthday. April 11th, 1986. Why the hell do you have Colton's birthday on a piece of paper? Ich wollte ihm ein Geschenk kaufen. Ich wollte ihn in meinen Kalender eintragen. Wer ist denn Colton nochmal? Nicht Tyrek. Ich wollte ihm ein Geschenk kaufen. Ich wollte ihn in meinen Kalender eintragen, oder? It's not on your calendar already. Suspicious. Extremely suspicious. Oh nein, der Flyer. A leaflet for Flores. Ah, der Sohn. Ich war nur neugierig. Recherchiere über den Feind. Smart kid. Real smart. Trouble is, I don't buy it. Yeah, that makes two of us, Rick. How are things looking with the kid over there? Oh, hilf mir. Pretty sure the kid's a BB. We just don't have enough to bring him in. But give us time. I see. Peach fuzz. How about some water? This look like your son, Officer Campbell? Stay out of this. Wie geht es mit meinen Eltern, Officer? They're doing okay, kid. Just hang in there, all right? Bitte tun Sie doch etwas. Zip it. Zip it. Now we're letting the parents go. They paid the fine. Now let the kid go too. Ja, wir dürfen gehen. Let the kid go. What?
Already? Eine Strafe? Weswegen? Endlich, wir haben nichts gemacht. Get out of here, kid. But we'll be watching you and your parents. Understand? Ja, wie auch immer. Ja, Fanny, so süß. Oh yeah, Eiszeit. Let's try. So long, Petria. Ah, ich verlasse jetzt Petria. Ja, schlimm, wenn du nicht gehen darfst, ne? Oh yeah. Oh fuck. Huch. Yeet. Jetzt habe ich ja überhaupt. Jetzt habe ich ja zugegeben, dass ich mit ihr Kontakt hatte. Ich hoffe, dass es nicht schlimm ist. Oh. Was zur Hölle war das? Oh, verdammt. Ich gehe trotzdem immer wieder hier rüber. Die Puckebälle aus dem Wald. Jung. Oh Gott, Hilfe. Oh mein Gott, nein, oh Gott, ah! Ich hasse es! Ich hasse es! Nein! Was ist denn das? Boah, ich hasse diese Stelle. Was? Ich bin doch da durchgekommen. Vergiss die Punkte, ich will einfach nur überleben. Nein! Oh, ich habe überlebt. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. This country is so cool. Oh Gott, Hilfe. Ich will nicht das Finale wissen, ey. Was für eine Hitbox, aber wirklich. Yay! Eat. Wir erinnern uns an SSX3. Das habe ich so gesuchtet, das Game. What? What's going on? Jetzt bin ich schon wieder zurück. Zurück in der Hölle. Welcome back to hell. Welcome back to hell! Einfach Subway Surfers. Anzu, he's waking up. How are you feeling? Ich weiß nicht, Mama. Sie haben uns alles Geld genommen. Between the fine and everything they could find in the apartment. But it could be worse. But we can't try to get the file now. It's too risky. There's too much attention on us and this community. Oh, das muss schon Zoe jetzt machen. Ich habe John im Versteck gesehen. Wir sollten es trotzdem versuchen. And? Es muss heute Nacht erledigt werden. Ich sag's denen trotzdem. Tonight? That's impossible. Are they crazy? Wir haben es dem Brigand versprochen.
Boah, was soll ich sagen? Wir haben es mit Brigade schon ein bisschen in Brigade noch egal. Boah, ich weiß es nicht. Weil ich weiß ja, dass es nicht die Brigaden waren. Und die wollen ja nur zeigen, dass es nicht die waren. Oder sind wir denen egal? Ich glaube irgendwie nicht, dass wir denen egal sind. Ich habe ja den ersten Teil gespielt. Wir sind denen ja nicht egal. We don't know about that, son. They are just thinking of their goals. Aber ich will Petria jetzt verlassen. That's what we want too. But it's just not a good time to try, Kaito. Just get some rest, okay? Ich bin neutral, ist okay. And here. Oh, diese Entscheidung hat Auswirkungen. Oh Gott, kacke, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, nehmen. Mein Walkie-Talkie. Genau, das kommt auf YouTube, Leute. Wahrscheinlich Samstag, damit ihr was zu gucken habt. Das Komplette. So. Genau. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas aufnehmen soll, weil ich Schiss habe, dass es wieder als Beweis gilt. Aber das ist ja nur eine Kassette, die kann ich ja nehmen. So, lass mal gucken, was ist das hier? Diese Schweine haben alle unsere Klamotten durchgewühlt. Schrecklich. Okay, ich bin jetzt ein bisschen misstrauisch, was ich irgendwie am Boden... Oh, die haben echt alles kaputt gemacht, wie ätzend. Ich bin mir sicher, dass es in den Oasenvillen keine Wasserknappheit gibt. Das glaube ich auch. Die haben die Toiletten durchsucht, aber sich keine Mühe gemacht, anschließend aufzuwischen. Ja, so ätzend, echt solche Schweine einfach nur. Ätzend. Wie so ein Einbruch hier. Ein Bild von mir und Arya. Nun liegt es auf dem Boden, ihr Drecksschweine. Ach, dieser Sticker, das ist Arya. Das ist gar nicht... Ah, da kann ich einen Sticker nehmen. Ah. Ah. Aber das andere war schon ich und... Der Kühlschrank ist leer, aber das waren nicht die Polizisten. Oh. Traurig. Mama, können wir reden? Was ist es, Kaito? Ich kann die Akte holen, Mama. What? Das würden sie nie erwarten. Don't be crazy, Kaito. You get rid of that thought right now. Do you understand? Ja, Mama. Good. Now that you're up, why don't you get some fresh air? It would do you some good. Ja, die haben schon voll Angst um mich. Eigentlich kann ich es denen gar nicht antun. Mit Vater kann ich nicht reden. Okay, ich glaube dann. Kaito, are you there? Sorry. Zoe! Ja, ich bin da, sie. Are you okay? Nein! Ich weiß you nicht. You don't sound so good, Kay. What's going on? Die Polizei hat uns befragt. What? Ist immer noch zu laut, Neger. Sie glauben, dass wir Brigaden sind. Hast du etwas verraten? What? No. You believe me, right? Nicht nur bei uns wurde eine Durchsuchung durchgeführt. Das ist Frau Grimms. Wo ist der Mann? Wahrscheinlich mitgenommen. Ich glaubte sie. Good. Because I wouldn't rat you out like that. Okay? Look, if you want to talk, you know where to find me. Otherwise, I think Tyrek's about to make his announcement. Whatever it is. Mach mich sofort auf den Weg. Was sollen wir machen? Soll ich zu Zoe oder soll ich mir diese Rede anschauen von Tyrek? Ich komme mal zu ihr, oder? See you soon. Eigentlich ist es egal. Ich kann hin, wo ich will. Sollen wir zu den Villen? Zu Zoe, ne? Ja, ja, ihr kleinen Schipper. Oasenvillen, allein dieser Name, ey. Das ist schon so... Oh, ich hasse diesen Ton. Ich mach mit denen das Klingelton. Attention. Communication with individuals outside the community must be approved. Failure to do so will result in punishment. Thank you. Den Ton als Klingelton zum Aufwachen. Du wirst deinen Job hassen. Genau, das ist ein Prequel zu Road 96. Ganz cool. Due to increased security measures, any person caught graffitiing risks imprisonment for themselves and for their family. Have a nice day. Boah, wie ätzend das einfach ist, ne? Stellt euch mal vor, wir hätten überall diese Durchsagen.
So, wie komme ich denn jetzt zu ihr hoch? Zoe! Zoe! Oder muss ich, wahrscheinlich muss ich doch tatsächlich erstmal zu Tyrek, oder? Glaube ich. Zu dem Park. Wo war das nochmal? Hier, da. Unser Unterschlupf. Ich glaube, ich muss tatsächlich doch erstmal zum Park, oder? Geh nochmal hier in unseren Unterschlupf. Zum Versteck. Oh Gott, schrecklich. Ey, aber wirklich alle 5 Minuten, ne? Attention. Due to the impending sandstorm, all workers must assist in storm preparation. Failure to do so will result in a strike. Thank you. Ja, auch dieser Sturm, ne? Ich wette, da passieren auch noch ganz schlimme Dinge. So, hier haben wir die Oasen. Was verfault hier denn? Das wollte ich gar nicht. Nein, das wollte ich gar nicht. Attention. Due to rising temperatures, water has been diverted from Tyrek Square. Thank you. Ja, Wasserknappheit. Das läuft ja super. Und von hier aus komme ich. Ah, doch, da komme ich hin. Ah, okay, da sieht man, weil es blau ist, dass ich da hin muss. Okay, dann gehen wir da hin. Ich glaube, die Dinge, die blau sind, da wissen wir, dass wir da hin müssen. Okay, zum Präsidentenpark. Let's go. Attention, for your safety, police agents have been dispatched in the park. Ja, ja, für unsere Sicherheit. Ja, ja, ja. Alles Lügen, Lügenpresse. So, Kater haben wir jetzt schon 66%. Finde ich auch cool, dass das zwischen den beiden immer so ein bisschen herschwankt. Und irgendwie versteht man beide Seiten. Boah, die buhnen alle aus. Wait, are they booing Tarek's announcement? Keep it moving to the right, kid. You heard my distinguished colleague. Keep it moving. Ja, die hassen den alle. Deswegen, von wegen für ihre Sicherheit. I'm gonna need those bonbons stat. I repeat, bonbons stat. Over. Dieses verwöhnte Kind. Gonna have to ask you to move along. Ja, die Leute haben keinen Bock. What are you doing? You're at the park, huh? Dude, the speakers sound messed up. Wonder why. They're booing? Tyrek's not on stage, huh? Oh, but my dad is. Er ist der Minister, hat's verdient. Die Brigaden verdienen das er nicht. Due to an act of brigade sabotage, President Tyrek's announcement will be delayed. Cowards! Despicable cowards! Das ist reine Propaganda, die Brigaden haben Schlimmeres getan. Look on the bright side. At least they don't know it was us who blew the speakers. After attacking us in 86, here they are, trying to ruin this special day, this special moment. It does seem unfortunate. But don't worry, we will fix the problem. And Tyrek will make his announcement soon. In the meantime, I just wanted to thank our economy, in particular the oil sector. Was machen wir jetzt? Dein Vater hält tolle Reden, aber... Yeah, sorry. He can be a little frightening. Oh, wait. Is Sonya there? Mueller is so Anthony Ford. Sonja Sanchez, Petrias einzige Reporterin. Mir zieht sich schon alles zusammen, wenn ich sie nur sehe. Ist es da? Wie viele Kameras sind auch wirklich angeschaltet? So, ich sehe sie direkt vor mir. Ich nehme die Herausforderung an. Okay, können Sie mich interviewen? You famous?
gehöre zur Brand The Little Tyrex. Ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Ich gehöre zur Band The Little Tyrex. Yes! We're here live at Presidential Park, where President Tyrak is set to make his big announcement. I'm standing with member of the Little Tyrax. Kim, your name! Oh, Stevie D. Miles. Thanks for joining us, Miles. Before we go any further, would you mind just singing a little from your hit song, Tyrak, Ooh Baby, Tyrak Baby, yeah? Klar, das kann ich gerne machen. Tyrak, ooh yeah. So eine Scheiße. Great. Oh, Jesus, that was terrible. So, you must be excited for Tyrak's announcement. Any idea what he's going to say? Er beschützt uns vor den Brigaden. Teens versuchen, das Land zu verlassen. Er wird als Präsident kandidieren. Boah, was soll ich hier sagen, Leute? Das ist schon wichtig. Teens versuchen, das Land zu verlassen, oder? Dan, we'll just edit that one out, okay? Everyone knows Tyrak's first term was magisterial. What was your favorite moment? Als er sein Amt antrat, der Bau von White Sands. Das soll ich sagen, ich weiß es nicht. Will ich wirklich auf die Revolution... Oder bin ich revolutionär? Oder was soll ich machen? Das hat halt alles Auswirkungen, ne? Yeah, we'll make a small cut there, Dan. A little snip snip. Okay, so last question. If you could send a message to Tyrak right now, oh, what would it be? Er ist der Feind, nicht die Brigaden. Ich muss ihm für seinen Schutz danken. Ich bin so. Know what, Dan? I think we'll edit that one. Ja, dann. Put in some pics of Colton or the wall. A little voiceover on top. It'll be good. Okay, last thing. Would you mind singing one last time? I'm sure that first time was an anomaly. Es wird Ihnen nicht gefallen, selbstverständlich, Frau Sanchez. Tyrak. Ooh, baby. Oh, my lord. No anomaly. That's right. Oh, danke. Congratulations. You are the worst singer I ever heard. And I sincerely hope I never see you again in my life. Dude, you did it. Okay. Mein Gesang hat die Band ruiniert. Anyway, well done. Challenge accepted and destroyed. But you know, saying what you did, that was risky, man. Mach dir um mich keine Sorgen. Ja, vielleicht hast du recht. Zoe, I have ice cream. So, sieh, was los. That's Adam. I gotta go. Du magst Adam, oder? Oh, I like ice cream. Hey, you sure you want to stick around for Tyrak's announcement? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ja, glaub es oder glaub es nicht. Suit yourself. See you later, okay? Na, schau mir das jetzt an. Don't do anything stupid. Please? Das ist er also. They tried to sabotage this day, but they failed. Citizens, I'm here today to announce my candidacy for the election. The brigades can't hide from me. Traitors! For a future without fear. A future without brigades. Vote Tyrak. Schwierige Aussagen. Ich weiß nicht, Leute, sollen wir auf die Seite der Revolutionäre oder neutral? Also ich habe, das ist ja wie gesagt das Prequel von Road 96 und ich bin mir gerade unsicher, in welche Richtung ich gehen soll. Weil ich habe ja Road 96 schon gespielt, deswegen weiß ich ja, waren das überhaupt, ich kann mich nicht mehr erinnern, waren das wirklich die... Also die Brigaden waren ja nicht schuld an dem Unfall. Aber war denn Tyrak schuld? Das war doch der Taxifahrer, oder? Also es heißt, ich muss ja eigentlich neutral bleiben.
Also, es war ja niemand. Es war doch dieser Taxifahrer. Oder? Irre ich mich. Tyrek war schuld. War es wirklich Tyrek? Also wisst ihr das noch? Ups. Also wisst ihr das noch? War das Tyrek? Ach stimmt, nee, das war nicht der Taxifahrer. Stimmt, ja, ihr habt recht. Das war Tyrek, ne? Also bin ich schon revolutionär. Genau, Taxifahrer hat seine Tochter verloren. Stimmt, der wollte sich dann rächen. Ja, ja, stimmt. Okay, es war als... Oh. Es war also Tyrek, ne? Also müssen wir schon revolutionär sein, oder? Oder ist es auch wieder so negativ? Oh Gott. Ja, okay, es war Tyrek. War ich jetzt... Oh Gott. Wow. Wow. Verdammt, ich hasse diese Passage. Und Zoe ist ja auch schon so in Road 96. Was? Ach, springen wir das. Ich bin so oft gestorben. Oh, deine Freundin, kleine Freundin Aya hat es nicht geschafft. Ja, es war Tyrek. Okay, also gehen wir auf jeden Fall in die Revolution rein, ne? Okay. Oh Gott, Hilfe. Sieht schon alles so eklig aus. Also so unterdrückend und freiheitsberaubend hier. Oh. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Fiebertraum. Oh Gott. 10 more years of Tyrek. 10 more years, nicht 10. Sorry, fortsetzen. Attention. Due to the impending sandstorm, all workers must assist in storm preparation. Failure to do so will result in a strike. Thank you. Alter, dieser Kommentar hier gerade. Mit Remy. Oh. So, are you okay after that speech? Können wir nicht darüber reden? I'm sorry, Kaido. Hey, could you do me a favor? Oh, süß. Natürlich. Can you give me a tattoo? Oh mein Gott, was? Chill. It's just a marker. Okay. That doesn't mean you're allowed to screw up. Got it? Klar. Okay, let's scar me for life. Or a couple of days, anyway. Okay, auf dem Arsch? Oh Gott. Just follow the lines, okay? Okay, also ich darf jetzt nicht malen, was ich will, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Ich hätte ihr nämlich ein ganz besonderes Tattoo gegeben, ihr wisst Bescheid, ne? Oh Gott. Ey, was mache ich denn um die Tinte jetzt? Was ist denn das für ein Stift? Was ist für ein Edding? Take your time. Naja, mache ich auch. Ey, sie schaut mich so an und nicht wie so ein Kleinkind, weißt du? Ich krieg das so nicht mal hin. Boah, ich schaff das schon. Sieht voll das süße Zimmer. Oh Gott. I got it. I'm gonna sneeze again. Alles gut, Girl. Warum? Also ich würde sagen, den Vogel habe ich gut getroffen. Ne? Also da kann man nichts sagen. Der spricht ja auch für Freiheit und meiner spricht für Hass und Zerstörung. Krieg ich schon hin, Leute. Vertraut mir. Ey, dieser Stift macht mich irre, Zoe. Kauf den gescheiten Stift. Ich bin jetzt fertig. Ich beende das Ganze jetzt. Schau dir das an. Oh Gott. Hey, not bad, man. Lüg mich nicht an. Es sieht furchtbar aus. Was soll ich sagen? Ich hab's wohl drauf. Thank you. Wir sollten über den Einbruch sprechen. Ich sag mal nichts. Look,
Why don't you stay here and we'll go over everything until it's time to do the job? Ja, klingt gut. Okay. Just a little more work and you and your parents will have everything you need to do this. Wieso, der hat schon... It's almost time now. Tattoo Artist wäre was. Bleib heute Nacht bei Zoe. Oh. Gerne doch. Girl. Ja, gern. Was sollen wir jetzt tun? Ah. Vielleicht mal eine andere Kassette. Ah, das muss ich hier lang. Zu Tyrex Palast. Zu den, oh, warum? Zu den Oasenvillen. Aber da bin ich doch. Warum soll ich zu seinem Palast? Um Gottes Willen. Ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen. Sie ist wirklich talentiert. Du bist einfach nur verknallt. Muss ich jetzt schon zum Palast? Echt? Untersuchen. That's Tyrek's office. The safe must be somewhere close by. And the file. Well, if it really exists. That's the only way to Tyrek's office. Unfortunately, his guards are always watching. To go unseen there, you'll have to turn out the lights. I've got an idea for that. Colton sleeps there. We'll have to be careful not to wake him. Or he'll, like, want to play with us or something. Ah, okay. Uff, 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 okay. Muss ich jetzt wirklich schon dahin? Zu den Oasenwillen, da bin ich ja. Ernsthaft? Ich gehe zu dem seinen Palast? Gott, Hilfe. Oasenwillen, 3. Mai. Oh Gott. I'm not ready for diese. Nachts Einbruchs. Can't do the job? When are you gonna tell me? The cops are watching them, Z. I'll do it myself, okay? Well, you can't pull this off on your own. What do you suggest? I'll do it with you. Oh Gott. But if the file exists, I'm leaving White Sands too. Yeah, Z. Of course. Good. Now come on. Oh Gott. Einige schon. Oh mein Gott, bin ich ready dafür? It's a Tuesday. That means Steve's working a double. Which means Steve has been drinking coffee to stay awake. If I'm correct, he should need to pee now. Also dass du so einen Tagesablauf hast, dass du das andere sagen kann, wenn du pinkelst. So there's gotta be a way to open the gate in here. But how? Der Knopf, mit dem das Tor geöffnet wird, er funktioniert nicht ohne den Schlüssel. Und den Schlüssel hat vermutlich Steve. Yay. Ach witzig, das waren noch diese Gangster von Route 96. Die beste Literatur, Patriots. Diese beiden S- und M-Bankräuber sind schon wieder auf dem Cover. Witzig, ja, die sind vom ersten Teil. Also vom Road 96. Ein Plakat, der Patriots Jugendprogramm bewirbt. Lass die Gehirnwäsche beginnen. Was ist das hier? Cotton lässt seine Sachen überall liegen, sodass jeder darüber stolpern kann. Typisch. Okay, girl, we got a problem. There is nothing. Wie lange pinkelt der denn? Ah, anrufen? Eine Liste mit Telefonnummern inklusive der von Präsident Tyrek. Das heißt, er ist gerade nicht in der Stadt. Vielleicht sollte ich in seinem Zimmer anrufen, das überprüfen. Außenposten 344, Tyrek 122, Gästezimmer 414, Colton 214. Das wäre schon mal nicht schlecht. Was war nochmal? 122, ne? Are you really trying to call Tyrek? What is wrong with you? Soll nicht da sein. Are you really trying to call okay. Tyrek? What is wrong with you? Okay. Dann, Außenposten, Gästezimmer, 4-1-4-1-4. Oh, no one's answering in the guest room? Well, I'm really glad you checked at least, weirdo. Come on, stay focused. Okay, dann lass uns mal gucken, was gibt's noch? Carlton, 241. Ich mache immer alles, weil da gibt's lustige Easter Eggs. 241 war's, ne? Nicht 14. Verdammt.
Colton, he can help. Hi, Colton. Who is this? Ein Freund. Friend? Impossible. You're that Kaido kid, aren't you? Colton, it's Zoe. Zoe? What's the meaning of this? Do I need to rouse Frank? No, no, don't do that. Kannst du zum Tor hinunterkommen? Wir wollen abhängen, Colton. Hang? Sorry, but I'm not familiar with this colloquialism. Are you talking about drugs? Oh my god. Bitte komm hinunter. Zoe, sag du, dass du Angst hast. Afraid? Ha! No one challenges the courage of Colton Thelonious Tyrak. Silken pajamas be damned! I'm coming! Okay, nice. So, what do you two want? Colton, we need your help. Can you open the gate? And why would I do a thing like that? Ist doch voll blöd, es ist der Zeuge, dass wir es waren. Wir haben drin etwas vergessen, es geht um eine strenge geheime Mission. Hier draußen sind Zombies. Boah, was sage ich jetzt, Leute? Was soll ich jetzt sagen? Ja, machen wir geheime Mission. Oder unten. Then I can't let you in. You may have been bitten. You do seem a bit frothy at the mouth. No, I'll need a better reason. Wir haben etwas drin vergessen. Wir sind auf Geheimmission. I love top secret missions. Perchance could I join? Oh ja, du kannst Torwächter sein. Oh, das wäre wirklich mega nice. Hol uns die Akte! What does that entail? That's the person who watches the gate. And isn't seen when Steve comes back from peeing. Honestly, that doesn't sound particularly interesting. No, you'll have to do better. Oh ja, natürlich. Warte, wir sind erpressen. Let's see. Wir sind mal nett zu dem. Sorry, wird auf dich aufpassen. Ich habe hier irgendwo etwas Geld, das bringt nichts. What? Honestly, that would be delightful. I find Frank almost intolerable these days. Fine. I'll babysit you, Colton. Yeah, you will. 7:30 p.m. next Friday night, and don't be late. Geil. Now, come on, before Steven returns. Yes. The gate is open, and Frank isn't beside me. Oh Gott, es haut er ab. Right. Und der Sturm ist doch. Oh mein Gott, ich glaube, der Junge wird sterben. Wir haben den Jungen ermordet. Nur um an unsere Geheimakte zu kommen. Oh no. Nee, der wird nicht petzen. Das Problem ist, jetzt kommt dieser Sturm. Oh no. Okay, Konzentration, Leute. Okay, the side entrance. Like we talked about. Don't let the camera spot you. I got this, Z. Oh Gott. Wäre auch toll, dass die Kameras so einen Sensor haben, ne? Super Sache. Oh Gott, Hilfe. Ah, Armageddon. Oh mein Gott. Oh Gott. Ah! Sie, the guards at the door. I'm on it. Oh Gott. Oh, ich hab's geschafft. Yeah, ich fahre einfach ins Skateboard rein. Fällt ja gar nicht auf, Mann. Tyrant really needs an interior decorator. Focus, Kaido. Yeah, he really does. Das fällt ja gar nicht auf, ne? Oh, 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 my life, like. Muss aber alle Finn treffen, ne? Sonst komme ich nicht rein. First, we need a diversion for the surveillance room. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Einfach bleiben, das reicht schon aus. Oh Gott, ekelhaft. Oh, ah, verdammt, das ist voll ätzend, Mann! Wie duck ich mich denn nochmal? Wie duck ich mich denn nochmal? Gar nicht, ne? Oh mein Gott, ist so schlecht. Konzentration aber jetzt. Oh! Oh nein! Oh nein, ich will es nochmal versuchen.
That should keep them busy. We'll go to the surveillance room, then we switch. Okay. Strange. I don't remember the hallway being this small. Take a left, now! Ja, links. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. You need to go right! Oh Gott, bitte sag es nicht so kurzzeitig an. I thought you said you knew this place, see? I do. I mean, pretty well. Oh Gott. Oh Gott, nee. Ich bin deswegen durch die Fahrtprüfung gefallen, weil ich statt links rechts gefahren bin. We go. Zoe! Left! Oh Gott. Right. No, a left! Nein! Ich bin falsch! Wrong turn. Oh girl. Take a left, now! Oh girl, okay. That was close. You need to go right. Oh God. I thought you said you knew this place, see? I do. I mean, pretty well. Take a right. Okay, jetzt war's links, oder? Now we go. Zoe. Left. Okay. Right. No, a left. Jetzt nochmal left, ja. Oh Gott. Okay, I'm in. What do we do now? Next step, we cut the power to sneak into Tyrek's office. Right. I see the electrical room, but there are lasers. Lasers. Oh Gott, das muss jetzt ich machen, um Gottes Willen. I like your confidence. Oh, was ist eigentlich für eine Bude, ey? Go, Z. Bin ich jetzt gestorben? Ich habe wieder richtig Bock, Inliner zu spielen, seitdem ich das Spiel spiele. Ich kann nur nicht bremsen, das ist das einzige Problem. Easy. Ich finde die Runden mit ihm schwerer. Subway Surfers. I found the room, but it's locked. You can't pick it? Nope. But I have another idea. Here goes nothing. Ja! Ich kann auch nicht bremsen. Ich bremse mit dem Arsch. Oh mein Gott. Was zur Hölle passiert hier? Ich glaube... Oh nee. Ich glaube trotzdem... Ich will es nicht aussprechen, aber ich glaube, dass Kaito das nicht überleben wird. Oh Mensch! Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, Kaito überlebt es nicht. Ist nur so ein Feeling. Gott. Kann auch nicht. Ich weiß nicht, wohin. Oh Gott. Was zur Hölle machen die Menschen hier alle? Another power failure. It worked. Oh. Keep going, Z. Easy. Rein mit den Inlinern. The button to open the secret passageway should be near his desk. Oh Gott. Don't push. Call no. Must be somewhere inside. Oh mein Gott, wie viele geheime Daten hat er denn? Das liegt doch alles auf dem Boden. Black Brigades, da steht's doch. Motion sensors, help! Wie schnell kann die bremsen? Hat die automatisierte Bremsen in ihren Ding oder was? Ah, ich hasse das! Ich hasse das so sehr! Oh Gott, was ist denn das da vorne? Oh, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte lass mich einfach nur dahin. Open it. You said you know the combo? Oh ja, die Kombination. 41186. Colton's birthday. Of course. Opening now. Kaito, there's something inside. Oh ja, die Special Akte. Ich glaube aber, dass sowas in Wirklichkeit schon längst
zerstört worden wäre, oder? Ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Wir würden die Akte einfach verbrennen, damit es keiner mehr weiß und nicht irgendwo sichern. Oh nein! Kaido, wait! Was zur Hölle? Ich lass sie einfach liegen? Was bin ich nicht für ein Schwein? Oh mein Gott! Hello, I'm still Sonya Sanchez and you're watching the Sonya Show for May 5th. With Sandstorm Sonya rapidly approaching White Sands, I'm standing in front of Tyrak's palace, where Colton Tyrak, the 10-year-old son of our beloved president, has gone missing. Der sieht aus wie so eine gruselige Figur. Currently looking for him inside the palace. Aus dieser... It's so big, he could just be in one of its many rooms, behind a golden curtain or something. But it doesn't look good. God damn it, girl! Müssen es wahrscheinlich den Jungen finden, okay, ne? We're back. Authorities are expecting a ransom for young Colton to arrive at any moment. Of course, the Black Brigades are suspect numero uno. I'll keep you informed as the situation unfolds. I'm Sonya Sanchez, and this has been... the Sonya Show! Sonya. Jesus Christ! Oh Gott, der Taxifahrer hat sich den Jungen gegriffen. May 5th. Sandstorm Sonya is nearly upon us. Is your beautiful White Sands home protected? Good day. Was ich richtig geil finde, wird es nochmal einen Teil geben wird mit dem Taxifahrer nur. Das war so cool. Kaido! Du bist immer noch voll sauer, oder? Ich glaube, wir sind immer noch echt sauer. Zu Recht. Kaido. Treten. Bin gefrustet. Hey, hier fliegen jetzt schon Holzteile durch die Gegend. Ich sollte nicht mehr draußen sein. Unsere ganze Ding ist schon kaputt gegangen. Voll das süße Versteck irgendwie, gell? Das habe ich auch bei Life is Strange so geliebt, so dieses gruselige. Das ganze Geld aus unserer Roadtrip-Box ist verschwunden. Naja, es stürmt draußen. Das fand ich auch bei Life is Strange so cool mit dem Sturm, der kam und alles. Ich verstehe nicht. Ich dachte, die Kanthölzer waren für die Skate-Rampe. Hat Kaido mich angelogen? Stimmt, wahrscheinlich. Oh, der haut ab! Das ist ein Stück von Kaidos Kapuzenpulli. Ich wusste es. Warte, nein, der wäre niemals ohne mich gegangen. Nee, der bringt ja nur den Leuten jetzt diese Akte, ne? Aber er hätte ja ruhig mal die Zoe reinschauen lassen können. Überprüfen, Walkman. Hi, Zoe. So, I guess you figured out what the wood was really for. We were gonna leave White Sands together. That was the deal. But you're the minister's daughter. Everyone in Petria would have been looking for you. I couldn't put my life and my parents' lives in danger just so that you could go on a little road trip. What? Kaito, come on, Vic is expecting us. Look, I have to go. So I guess this is goodbye. What? Have a nice life, see? You broke your promise. And you used me, Kaito. Whoa. But this isn't over. Not by a long shot. I will find you. Jetzt gehen zuerst nach Hause. Nee, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Diese Entscheidung hat Auswirkungen. Where you've been hiding. Come on, Madam Zoe. Let's go see your father. Ich glaube, dass der uns vor etwas schützen will. Ich glaube nicht, dass der so ein Arsch ist. Ich glaube, der will uns vor irgendwas schützen. Ich glaube das gerade. Ich glaube nicht, dass der, dass es so ist, wie es ist. Keep moving, Zoe. And don't try anything. With Sandstorm Sonya due to arrive shortly, I'm in front of Tyrak's palace,
where Colton mysteriously disappeared last night. The lead has been mobile. Mr. Minister, I tracked her down. Zoe, get in your room. Was mit dem Jungen? This is the last time, Adam. Won't happen again. No, it won't. Because you're fired. Oh. Der geht jetzt zu Sonja. Kaido ist gut. Ich glaube es nicht. The time to leave White Sands is now, Zoe. Aber ich habe doch nicht mal in die Akte geschaut. Ich weiß doch nicht mal, ob der die Wahrheit gesagt hat. Sandstorm Sonja continues to pick up speed and ferocity. Was mache ich denn jetzt zu Hause? Ich muss doch irgendwas sicherlich mitnehmen, oder? We advise you to stay inside until the storm passes over. Aber this could be my chance. Ja. First I have to pack. Ja, ich glaube, es war gut, dass der Tasche packen. Nehmen. I'm not leaving without my trombone. Ich glaube, no dass way. Es gut war, nach Hause zu gehen, weil jetzt der Bodyguard uns nicht mehr sucht. Ich glaube, wären wir gegangen, hätte der uns gefunden. Weil wir mussten den ja loswerden. Was kann ich denn noch mitnehmen? Ich werde doch nicht meine Trompete nur mitnehmen, oder? Was kann ich noch mitnehmen? Das war's doch nicht, oder? Ich gehe doch nicht nur mit der Trompete in meiner Tasche. Oder? Meint sie das ernst? Tasche packen. Streichhölzer nehmen. Oh shit, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich mich beeilen, was gibt's noch? Was gibt's noch zu mitnehmen? Öffnen. Ist hier irgendwas? Nein. Ist hier irgendwas? Nein, oh Gott. Nicht under pressure, bitte. Gibt's noch irgendwas? Leute, einpacken nochmal. Ah, Streichhölzer nehmen. Einpacken. Ah, okay. Einpacken. Da kann ich jetzt noch Sachen finden. Oh, verdammt. Zahnbürste. Einpacken. Oh, shit. Kleidung. Einpacken. Thermomaskanne. Einpacken. Bild nehmen. Einpacken! Okay, gibt's hier noch irgendwas? Ah, hier. Toilettenpapier. Einpacken. Sprühdingens. Okay, sei. Einpacken. Oh Gott. Was noch? Noch hier. Fixtape. Oh. Einpacken. Okay, 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 komm noch eins. Eins, eins, eine Sache, eine. Okay, okay, okay. Nix mehr. Ich hab nichts mehr gefunden. Okay, oh verdammt. Ich hab die alle. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen wichtigen Gegenstand für die Story verpasst. Oh ja, yeah, so haben die sich kennengelernt. Geil. Adam? You need a job? Yes. Phase 1 complete. Es waren noch ein paar Sachen da, ja, verdammt. Shit. 60 Seconds, ja, wirklich. Oh je. Dass ich schon wieder abgehauen bin. Oh je. Wo war der? Hier. Zoe, over here. Was machst du denn? Durchkriechen. Ach, der haut auch mit ab. Quit, before they see you. Ja, genau, ist die Vorgeschichte von Zoe. Carlton, geht's dir gut? Was machst du hier? Thanks to you, Zoe. I have a new lead on life. Warst du die ganze Zeit unter der Bühne? Vielleicht solltest du nach Hause gehen. Er will auch nicht mehr heim. Ich suche White Sands zu verlassen, ich suche Kaido. Kaido hat etwas gestohlen? Ja, irgendwie schon. Wahrscheinlich. I thought so. Look, whatever it is, it's fine.
I know my father isn't the best person on the planet. Danke für dein Verständnis. Don't mention. Ist voll nett. Zoe, I think I know how you can escape from White Sand. Wirklich? Yes, but you'll have to follow me. You freed me from my shackles. Now I'll free you from yours. Ist voll nett. What? Madame Zoe is missing too? Zoe, come on. Oh we Gott. Die armen Leute riskieren es alle ihr Leben für uns. Super. Hä, warum gehe ich den ganz anderen Weg? Vielleicht, ah ja. Remember that movie you let me watch one time when you babysat me? Ja, ich bin da wohl eingeschlafen. In this fine work of art, the protagonist cleverly created a diversion to evade the man eating pineapple. We could do something similar so you can escape. Der Film war merkwürdig, gute Idee. Ach stimmt, da war ja das Feuerwerk. Ja, mega gute Idee. Okay. Hier. Habe ich nicht mehr den Code? Wie war nochmal der Code? Ah, die haben den Code geändert. Ja, puh, wie soll der sein? Die haben den Code geändert. Jetzt muss er irgendwas öffnen. Die haben sie wahrscheinlich auch zugemacht jetzt, ne? Öffnen. Werfen. Okay. Aber die werden ja nicht den Code jetzt schon wieder hier drin haben. Sämtliche Lieferungen der letzten Zeit stammen von einem Ort namens Biggies. Nee, Feuerwerkskörper. Dann ist er hier wahrscheinlich jetzt schon wieder drin. Ah, ein Sticky. Ein Sticky. Hier. 81 Rauchbomben, 150 Raketen, 1400 Böller. Okay. Habe ich irgendwas zu schmeißen? Wo ist der Code? Habe ich irgendwas übersehen? Also der Code ist jetzt ein anderer. Ist witzig, dass ihr es noch wisst. Aber der Code ist scheinbar jetzt ein anderer. Oder kann ich vielleicht durch den Müll das hier jetzt hinten auch schmeißen? Ah. Hört ja eh keiner. Hineinschleichen. So, da ist noch der Code, oder? Greifen, greifen. Wir brauchen gar keinen Code. Was habe ich jetzt genommen? Die Böller oder die Raketen? Ich habe gar keine Ahnung. Öffnen. You got them. Yes. You truly have the makings of an excellent criminal. Now we'll launch them from the rooftop. Aufs Dach, let's go. Wird schon schief gehen. Aber wohin? Oh no! Father, oh no! Father is burning! Diese Entscheidung hat Auswirkungen. Oh Gott. Ich brenne das alles ab. Geil. Ich hab's versucht. Oh, die Armen, die haben alles aufgebaut. Die Musik ist auf jeden Fall geil. Gute Erziehung, Genosse, wirklich, Mann. Eigentlich sollten dann nur die Leute leid tun, die das alles aufgebaut haben. Ne? Okay. Das sind die Brigaden, ja. Okay, Leute, unsere letzte Flucht in die Freiheit.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kaito einfach abgehauen ist. Vor allem, wir haben noch nicht mal 100%. Oh Gott. You got this, see? Nothing to it. Genau, ist nichts dabei. Einfach alles zu zerstören. Und sich so zu verhalten. Alles easy. Die Polizisten haben aber auch nur Augen vorne, oder? Die können nicht zur Seite gucken wie so eine Eule. Ich hab so ein schlechtes Verhältnis, die zu den Eltern hat, ne? Dass sie einfach so abhaut. Einfach geht. Und vor allem alleine. Ich hatte so Schiss einfach. Ich wüsste gar nichts mit mir anzufangen. Gott, Hilfe. Mit ihr ist es einfacher. Ich finde, mit ihm ist voll schwer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, der Sturm kommt. Unbelievable. Oh Girl, das ist so dangerous, was du machst. Dangerous. Oh, dangerous. Oh. Kombi, Combo! Woohoo! Let's go. Yay, eat! Oh, oh, voll gegen den Schenkel. Verdammt. Ich geh mal gleich in die Mitte. Porsche. Was ist das für Straßen? Okay, wir sind willkommen bei Devil May Cry. Im Limbo. Ich bin im Limbo. Hilfe! Oh Gott, Hilfe! Was soll ich tun? Keine Ahnung, was soll ich da tun? Was muss ich da tun? Arriver. Okay. Arriver! Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nichts. Oh Gott, Hilfe! Was passiert denn eigentlich bei dem Sturm alles, Mann? Ah! Ah! Oh Gott. Okay, ich verlasse den Nimbus. Oh Gott! Es reicht, ich will gehen. Oh shit. Oh, du bist der Taxifahrer. Und Freedom! Kaido, here I come. Aber Kaido haben wir nie getroffen. Kaido, du Schwein. Boah, der Sturm ist echt nur hinten, ne? Wir haben Zeit. Nein, wir haben was zu bereden. Nein, ich will nicht Zeit für Rache machen. Nein, ich will nicht Rache. Why are all these pipes shut down and rusted? Ich will nicht Rache. Ich lass mich kurz ermorden. Ich will nochmal zur Entscheidung. Ach, ich kann nicht. Aber sie versteht jetzt ja schon, dass irgendwas nicht stimmt mit den Pipes. Also vielleicht. Oh mein Gott. Vielleicht haben wir noch Glück. Vielleicht schneidet es ja jetzt, dass hier doch noch irgendwas nicht stimmt. So. Kaito sagt es bitte. Nein, das ist nicht. Ja, ich gehe zu ihm. Wir versuchen wieder gut zu sein. Ich will keine Rache nehmen. Klar bin ich pissed, aber das ist keine Lösung. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass der einfach abgehauen ist. Also, ich glaube es einfach nicht. I don't believe it. Oh Gott. Wherever you are, I will find you. Ich will keine Rache nehmen. And you'd better be sorry. Nein. Keine Rache. Verdammt. Ein Haufen Freiheit. War ja nicht schlecht. Keine Rache. Girl. Keine Rache. Oh, süß, dein Livestream fühlt sich an wie eine Übernachtungsparty. Süß. Oh Gott, jetzt nachts, wie gruselig. Biggies. Oh Gott, ganz allein nachts wirft mich der Horror.
Piggy's. Da kannst du doch das Feuerwerk her, oder? Finally, Piggy's Diner. The place Kaido's mom mentioned on the tape. Oh. Oh. Wie sie einfach hinterherkommt, ne? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also ich muss sagen, wenn Kaido uns wirklich jetzt... Also wenn es wirklich jetzt so ist, dass er uns echt verarscht hat und einfach ohne uns gegangen ist, dann bin ich sauer. Aber wenn... Ich glaube, es gibt eine Erklärung. Wie mache ich die an? Die Lampe. Wahrscheinlich noch gar nicht. Erst wenn ich reingehe, ne? Schloss knacken. Was gibt's noch so? Reißen. Was gibt's denn hier noch so? Oh, was ist da? Was zu trinken ist immer gut. Schloss knacken. Ich glaube, ich gehe mal von hinten rein. Aber wieso kann ich die Lampe nicht anmachen? Okay. Mach sie bitte von alleine. Ah, sehr gut, so wie ein Phasmo. Ganz schön mutig, ne? Also. Ist auch von Road 96. Gehen wir auch nochmal hier rein. Keiner auf dem Klo auf jeden Fall. Rosanes Toilettenpapier. Süß. Gucken erstmal hier, ob es hier noch was Feines gibt. Das knacken wir auch mal, einfach damit man hier rein kann. Eine Kiste mit einem Haufen illegaler Radioteile. Ja, dieser Ort sieht definitiv nach einem Unterschlupf aus für die Schwarze Brigade. Was ist hier? Ah ja, Zigaretten. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Betrieb wurde für eine stichprobartige Untersuchung ausgewählt. Jegliche Hinweise auf Brigadeaktivitäten führen zur sofortigen Verhaftung und Schließung des Betriebs. Schönen Tag noch. Oh, also hier sind auf jeden Fall Cigarettes. Das bedeutet, wir sind hier nicht alleine und ich habe das Gefühl, ich höre hier jemanden rumschleichen. Und hier sind auf jeden Fall... Ah! Da bin ich erschrocken. Und hier sind auf jeden Fall... Schieben. Oder der versucht, die Tür zu öffnen, ne? Ketchup, kein Blut. Das würde ich jetzt nicht schieben. Da wollte gerade jemand rein. Okay, ich höre da jemanden. Ach, witzig! Du hast mich erschreckt. Was ist das für ein Ort? Yo, this is Biggie's Diner, and it's closed right now, which makes you a trespasser. Was ist mit dir? Ich schätze, du arbeitest hier? Yeah, I'm the 14-year-old cook. Nah, girl, Biggie knows me. Let's me sleep on the roof in exchange for my technical savoir faire. Den savoir faire, was heißt French das? For, I'm a genius. Ugh. I'm Alex, by the way. Den gleichen Kalender wie Kaito. Who are you? Ich bin Zoe, Zoe Müller. Müller. I know that name from somewhere. Ach ja, das ist seltsam. Minister Müller. What? Then peeps are looking for you. We need to go. Vor allem, er sagt wir anstatt ich. Entspann dich, alles sind sicher. Oh, girl, my heart. It can only take so much. So. What are you doing here? At Biggie's Diner of all places. Such nach einem Freund. Hmm. Maybe I've seen this friend. But can I really trust the minister's daughter? Sehe ich gefährlich aus? Look like you need a bath. Yeah, blue hoodie? Kinda torn? Ja, das ist der. Yeah, homeboy and his parents were here. And some guy named John. Looked like a bear. All hairy and wide. Warte, was? Wo sind sie hingegangen? I don't know, homegirl. I didn't really speak to them. Biggie helps out families like that. There's a system in place. Let's take this combo outside. Ich glaube, wie gesagt, dass Kaito noch voll in Lebensgefahr ist und deswegen hat er uns angelogen in der Hoffnung, dass wir nicht hinterherkommen. Das ist meine Story. Oh, ich liebe die Musik. Ich habe die ganze Road 96 Playlist noch auf meinem Handy und höre die immer auch zum Sport machen. So geil. Oh, ein Sticker. Cool, was machen wir jetzt? Das ist der Van. Nehmen. Oh, die ganze Mucke. Ah, hast du keine Angst hier draußen? To be honest, all the effing time. But you gotta learn to compartmentalize that.
Live with the fear, but don't let it devour you whole. Was reparierst du denn? I ain't really fixing it yet. Just making it more broke. But Biggie says, if I get it up and running, it's mine. Das ist ein tolles Auto. No, it isn't. Inside, it smells like feet and death. Can I ask you a question, homegirl? Denke schon. So, like, after you catch up with said kid in hoodie, then what? Ich kann dir nicht folgen, wenn ich ihn richtig aufgemischt habe. Ich kann dir nicht folgen. You gotta keep going? Try to cross the border? That's what kids are doing. Ich werde in Peppier bleiben, vielleicht überquere ich die Grenze, ja. Du weißt also nicht, wo sie hin sind? Well, I was eavesdropping a little. I know. Kinda rude. But I think they said something about meeting up with a guy named Bob or... Robert? Yeah, that's it. I think they were trying to meet him somewhere. They spent a lot of time in the back room, where we just were. Maybe they left a clue or something. Okay, gut, ich sehe mal nach. Suit yourself, Red. Okay. Also ich glaube, wie gesagt, dass dieser Kato nicht uns verarscht hat. Ich glaube, dass der tatsächlich uns einfach nur schützen will, weil es nochmal gefährlich wird. Um ehrlich zu sein. Unser Treffpunkt findet hier in diesem Spind. Findet ihr hier in diesem Spind, vernichten Sie die Beweise, sobald ihr es gelesen habt. R. Öffnen. Nehmen. Öffnen. Zusammensetzen. Zusammensetzen, zusammensetzen. Big Bear Ben. Soll noch irgendwo ein Papier sein, oder? Ah, da war doch noch was. Nehmen. Aber auch geil, dass sie es alles in einen Raum dann gepackt haben, ne? Fehlt noch ein Türstück. Das heißt hier draußen? Wetten hier drin. Ja. Okay. Zusammensetzen. Big Bear. Peppa Bear. No person should be this talented. Okay, Brody. Gute Arbeit, Alex. I checked the usual suspects. Battery, fuel injection system, head gasket. All looked fine. So naturally, I suspected something was wrong with the hydraulic valve lifters. But... Die Hydrostößel, natürlich. But I was wrong. Problem was, you guessed it, the serpentine belt. What about you? Find a clue about where Blue Hoodie is heading? Ja, die Raststätte zum großen Bären. I know the place. About a day's walk from here. Ein Tagesmarsch. But I can't reach the pedals. But I got an idea for that. Ich sollte wirklich los. Kein Problem, ich kann laufen. Easy, dog. It's late. They're probably sleeping now anyway. You should do the same. You seen the circles around your eyes? Look like a raccoon. Einfach schlaf wäre super. Ich würde ihn in der Nacht überraschen. Okay. Ich würde jetzt nicht schlafen. Ich würde jetzt sagen, ich fahre und dann würde ich die am nächsten Morgen, wenn die aufstehen, direkt rampagen. Und sagen, wie kannst du nur? So, hat sie irgendwelche Reste? Da. Noch ein bisschen was an Rest. Wer hat denn hier geraucht? Sicherlich nicht das Kind. Das reicht? Dieser eine Snack? Ist ja dürftig. Also mir wird es nicht reichen. Huch. So, hier bitteschön. Oh, wo ist er denn jetzt? Hey, wo ist denn Alex? Hier. Up here, dog. You see the ladder? Oh, lustig. Ey, das Kind hier ganz allein draußen ist. Oh. If you repeat a lie often enough, it becomes truth. Politics. Take a seat, homegirl. You got the mellows? Ja, hier.
Thanks. Beautiful, huh? Ja. Petria might not be a utopia, but it sure can be a pretty place. So viele Sterne. Right? And it's even better up north. There are mountains there, and forests, and the air is so pure. You should go there, with your friend, or your enemy, or whoever Blue Hoodie is. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ja, das klingt gut. Did he leave you behind? Woher weißt du das? Das und ein Versprechen gebrochen. I'm sorry, but maybe he had his reasons. Er sagte, er hätte seine Gründe, ja. Oh, I see. I know it's not easy, believe me. But maybe one day you could forgive him? Mal. Vielleicht, ja. Mm. Well, you should probably get some rest, right? Take my cardboard palace there. I won't be using it tonight. Danke, Alex. Teens gotta stick together on the Voll road. Voll nett. Don't we? Süß, meine Sachen. Oh, meine Mutter, das ist alles, was ich noch von ihr habe. Schlafen. Süß. Boah, dass die keine Angst hat, ey. Ich würde mir so einscheißen. Ist immer noch sehr, sie ist richtig sauer. Ja. Fühle. Ich wäre sofort los. Ich hätte Schiss, dass die da nicht mehr sind. Ich hätte Schiss. Übrigens immer auf der anderen Seite laufen, weil es könnte ja sein, dass ihr das Auto dann nicht seht von hinten. Also immer so in die Richtung laufen, dass ihr die Autos von vorne kommen seht. Tyrek. Here are the keys. Look, he wants to see the Er will den Jungen sehen. Why? Warum? That's what he said. He sees the kid, then he gives him the ID. For Gates, yep. No doubt Der Typ da drin sieht aus wie John. Antworten. Yeah, I think we got cut off. You were telling us there might be some brigade activity at Big Bear. Oh, tue ich das? Ja, das stimmt. Strange, your voice sounds different. Look, we are here to protect you. Just take a deep breath and observe your surroundings carefully. Do you see brigades or not? There you are. Ma'am? I'm gonna ask one last time. Do you see brigades or not? Nein, hier sind keine Brigaden. I see. Du hast die Polizei nicht well, auf Kaito angesetzt. Good day, ma'am. Here, the keys. Robert's got the IDs. You'll need them to cross at the border. He just wants to see you first, young blood. Robert wants to see Kaito? What? Why? Warum? Das klingt sehr verdächtig. Robert's just got a certain way of doing things, particular as they may be. Ich werde mit Robert reden. All right, young blood. Just a heads up. Robert probably isn't in a good mood. Rarely is. But don't let it throw you. Well, it's time for this old dog to get back on the road. Viva la revolution, young bud. Now I really should get going. Got a meeting with some kid named Alex. Supposed to be a certified genius. Witzig. Not gonna hold my breath on that one. But some advice before I roll out of here. Get the IDs before you give Robert the file, okay? Vertraust du Robert? Kid, Robert and I started this damn thing together. But sometimes you just gotta look out for numero uno. Know what I mean? Yeah. Almost forgot. Tell him inside that Mr. Ursus sent you. A code name I have. That's important. Herr Ursus, verstanden. Well, Mr. and Mrs. Lin, Youngblood, good luck crossing. I'll be thinking of you on your journey. John, danke für alles. Oh. Okay, Leute. Jetzt Gettings hier. Die sollten mal ihre Arbeitskleidung ausziehen, dass man die nicht mehr so schnell identifizieren kann.
putting the file in a safe place. You heard, John. First, we make sure we get the IDs. Then we give Robert the file. Warum sollten wir Robert vertrauen? And you should trust your mom. Okay, I think it's time, Kaito. Just get the IDs and come back out, okay? Okay. Das ist doch keine Falle, oder? A trap? No, not after everything we've done for them. We'll finish getting the car ready. When you come out, we leave, okay? And then we can start our new life. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Everything will be okay. Promise. Okay, Mommy. Gibt sie mir noch irgendwas? Okay, ist eigentlich Zoe noch hier? Nee, Zoe ist weg. Ich könnte schwören, dass ich hier drin etwas gehört habe oder jemanden. Oh, ist da vielleicht Zoe irgendwo? Weil hier fällt ja was um. Die ist ja bestimmt abgehauen. Zoe, ich weiß, dass du hier bist. Die ist bestimmt da drin versteckt. 100 Pro ist die da drin. Ja, weil da können wir nicht rein. Beobachten die uns hier? Nee. Okay. Oh Gott, Robert, mach keine Scheiße, bitte. What do you want, kid? Ich soll mich mit Robert treffen. Robert? Funny. I don't know anyone by that name. Kommen Sie schon. Wo ist der? Ich bin Kate, ich suche Robert. Herr Ursus sagt, ich soll vorbeikommen. Okay. Now you're talking. You'll need the code for the door. It's the year of the attack. Okay, werde ich eingeben. Kacke, wie war nochmal der Tag des Anschlages? Das war doch 19... ...86, also 1986, oder? Ja. Nice, kid! Nice. Drehen. Ein Schlüssel. Oh, oh. Bewegen. Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Jesus Christ, kid! Having a party in there? Sorry. Sieht wie eine Quickung für eine Statuenattrappe aus. Naja, alles gut. Öffnen. Öffnen. Okay, okay. Dann muss ich ein bisschen beeilen oder schieben. Oh, no. Hineingehen. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Hotdogs. Sind hier die Pässe oder was mache ich hier eigentlich? Schieben. Was zur Hölle ist das hier? John und Robert sind befreundet. Das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Oh Gott, dass ich das auch weiß. Hat er mir das gesagt, dass ich hier unten rein muss? Warum gibt es hier so viele Bilder von Teenagern? Ja, das ist wirklich weird. Das sind, glaube ich, alle die, die gestorben sind. Das muss etwas mit Stimme der Brigaden zu tun haben. Robert war mal ein Lehrer. Klopfen. Come in. Oh, okay, gut, dass wir geklopft haben. Robert ist da. Ach, das ist Robert. Oh mein Gott, Robert. You must be Kaito. At last we meet. John told me a lot about you. Das scheinen die Pässe zu sein. Er hat mir auch von ihnen erzählt. John did, did he? Well, he told me it was you who got the file. But that you ratted us out. Is that true, Kaito? Are you a snitch? Hä? I don't like snitches. Snitches deserve stitches. And a bullet to the head. Das war ein Einmal, ich bin nur wegen den Pässen hier, Robert. Hä? Ich habe doch gar nicht die verraten, oder? Brass tacks. Sure, I understand. But sit. I want to make you a proposition. Da hinten sind die vermissten Teens. That's better. I do believe there's a role. A very big role. Waiting for you and the brigade. But I want to see how committed you are first. Do you know what this is, Kaito? Hmm?
Das ist eine Waffe. Das ist nicht nur eine Waffe. Very keen, Kaito. Very observant. It's more than just a firearm. It's a way of life. A brigade way of life. Do you understand what I'm offering you? Oh, and don't forget about your IDs right over there. Oh Gott. Oh Gott, geben Sie mir die Waffe. Nein, ich will... Oh Gott, was soll ich machen? Oh nein, soll ich jetzt zur Brigade oder nicht? Oh, dann kriege ich die Pässe nicht. Oh nein. Mit Waffe ist aber nicht gut. Was mache ich denn jetzt? Nimm sie. Nicht die Waffe. Nicht machen. Waffe. Nein, nimm die Pässe. Ich glaube halt, wenn ich die Waffe nicht nehme, kriege ich die Pässe nicht. Oh, wie viele Aufkleber es gibt. Sprühfarben. Das habe ich alles gar nicht gefunden. Oh. Du musst sie einfach nicht benutzen. No? Oh, well. How unfortunate. Nein. Then I guess these IDs aren't for you and your parents, are they? So sad. Oh nein. Something's not right. Come on. Aber ich glaube, mit Waffe wären wir nie über die Grenze gekommen, weil dann als Brigade komme ich ja gar nicht. What's Kaito's mom putting in that car? Ah, oh mein Gott. What I think it is it? Kann ich jetzt die Akte holen? Oh Gott. Und dann sehe ich, dass es alles wahr war, ne? Das könnte ich jetzt gebrauchen. Nee, das ist jetzt Pech gehabt. Oh, die Akte. Oh, yes. Ich muss da reingucken. What's going on here, Kaito? Es war gut, dass wir es nicht gemacht haben. Er wird uns die Pässe nicht geben. Just give us the IDs, Robert, so we can get out of here. Oh. Of course. After you, you know, give me the file. Ich werde die Akte holen. War das so abgemacht? So war das nicht abgemacht. Now, get me the file. The keys, Kaito. Wie die Schlüssel. Ach, hat sie mir jetzt die Schlüssel gegeben? Jetzt muss ich die... Oh Gott. Oh nein. Oh Gott, Leute. Warum gucken wir nicht? Ich hätte einfach die. Ich hätte diese Kackakte schon längst mit meinem Handy abfotografiert. Also. Und alles. Ja. Jetzt kommt Zoe. Und ich merke jetzt, die Akte ist weg. Kacke. Vielleicht hätte ich die gar nicht finden sollen. Oh nein. Oh Gott. Scheiße. Wo ist sie denn jetzt? Zoe, wie hast du. Track you down? Oh, it wasn't that hard, really. I always thought a brigade lair would be cool, but a rest stop? This is kind of lame, Kay. Gib mir die Akte. You are so lucky I didn't call the cops on you. You almost called the cops? Ich wollte dir wehtun. Du bist ein Verbrecher. Ich wollte dir wehtun. Oh my God! Are you hearing yourself right now? You sound like a monster. Look, I don't have time for this. Just give me the file, Z. Das war's. Das war deine Entschuldigung. Ich habe viel mehr von dir erwartet. Zoe, this is not the time to talk about this. Dann sag mir doch kurz, was los ist in zwei Sätzen. Meine Eltern sind unfair mit der Waffe bedroht. Gib mir die Akte, Mann. Ich muss meinen Eltern helfen. Sorry, wir könnten sterben. You lied to me, Kaito. You used me. And you seriously underestimated me. Ich habe Mist gebaut, tut mir leid, sie. Ich habe getan, was du meinst. Wie können wir das in Ordnung bringen? Messed up? Really? Oh, I think it goes deeper than that. But hey, things are looking up because now I have the infamous file, which probably doesn't say anything anyway. Ja, jetzt guck rein. Ich kann sie dir nicht überlassen. Gib mir die Akte sofort. Ich kann sie dir nicht überlassen. No? You want this file? You'll have to come and get it. Nein! Ich muss sie einfangen, oder wie? Oh mein Gott, was? Der Kampf der Giganten.
Wir waren doch mal Freunde. Ich dachte, wir shippen uns. Girl. Oh nein, muss ich jetzt verprügeln. Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Wir hauen uns nicht. Oh mein Gott. Okay, machen jetzt. Wähle einen Charakter. Ich glaube, ich nehme Zoe. Weil eigentlich muss ich sagen, ich möchte, dass er mich catcht. Weil ich will, dass er die Akte bekommt. Weil ich will nicht, dass seine Eltern sterben. Oh mein Gott. Ich lass mich mal killen, okay? Oh, der haut mir mit dem Brett eine drüber. Ich lass mich mal killen, okay? Weil ich will, dass er die Akte kriegt. Oh mein Gott. Ich kann gar nicht, ich hasse das Spiel. Boah, der haut mich ja richtig. Holy shit, der verprügelt mich ja richtig. Oh mein Gott. Oh. Ja, I'm on my period. Ja, ich lasse mich jetzt mal killen. Ich hoffe, ich kann ihn wählen, weil dann muss ich sie leider verdreschen. Ich will leider die Akte ihm geben. Kaido, ich dachte, wir sind Freunde. Verdammt. Du Schwein. Oh mein Gott. Mit dem Skateboard verprügelt, ey. Oh mein Gott. So, jetzt bin ich dead. Oh, Schade. Ich hoffe, das war richtig. Aber ich will, dass er die Eltern rettet. Aber das kann ich ihm nicht verzeihen. Er hat mich voll verprügelt. Ey, Boy. Ja, wie kannst du nur mich schlagen? Oh, ich bin so arm. Guck mal, wie arm ich bin. Oh, es ist arm. Oh, nach allem. Oh. Jetzt komm, jetzt gib ihm aber die Akte. Sonst hat er dich ganz umsonst verprügelt. Ich behalte trotzdem die Akte. Och, wie traurig, ich jetzt mit der Akte weggehe, weil mein Crush mich verprügelt hat. Aber jetzt hat er ja gar nicht die Akte. Jetzt sterben doch die Eltern, er kriegt keine Pässe, oder? Ach, andersrum wäre es auch so ausgegangen. Okay. Stimmt, im Original hat sie die Akte ja auch. Stimmt. Oh, ist voll traurig. Ach, wie schön, Leute. Schaut Road 96, Leute. Schaut sich an, ob ihr den zweiten Kanal gespielt habt. Das ist so ein tolles Game. Jetzt sieht sie, dass es wirklich so war. Dass er recht hatte. Oh Gott, hat er jetzt die Eltern... Oh nein, der schießt den jetzt aber nicht, oder? Kaido, I don't know where you are now. But I'd be lying if I said I wasn't... I wanted to tell you. I read the file last night. Oh nein, wir hätten die Waffe nehmen sollen. Wir hätten die. Oh nein, wir hätten die Waffe nehmen sollen. Hätten wir ihn jetzt erschießen können. Oh mein Gott, nein. Wir hätten die Waffe nehmen sollen. Hätten wir ihn erschossen. Oh mein Gott. As
difficult as it is to say, you were right. Er hat nicht geschossen. Oh Gott, er hat nicht geschossen. Oh Gott. You've been fed lies. Nothing but lies. You're gonna make it across, Kaido. I know you are. Haben jetzt die Pässe? I just hope one day we'll see each other again. Tun sie das? Nee, ne? Was ist dieser Berg? Oh, tolles Spiel. Oh, ich liebe es so sehr. So ein tolles Game. So ein tolles Spiel von The Whole Team. Süß. Oh, ich liebe dieses Spiel so. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Leute, Road 96 unten in der Verlinkung im Video. Schaut euch dieses Game an. Es ist so geil. Meine Community hat immer, immer, immer wieder zu mir gesagt, kommt was von Road 96. Spielt das Spiel mal. Und oh mein Gott. Und oh geil. Das Spiel ist so genial, weil du dort nämlich einen eigentlich kein Hauptcharakter spielst, sondern immer nur Nebendarsteller, aber die Hauptcharakter so cool erlebst. Also dieses Prinzip ist so geil. Und mit jedem Einzelnen, den du spielst, kannst du entscheiden, entkommt die Person oder stirbt die oder passiert irgendwas, weil du spielst ganz viele unterschiedliche Personen. Und das ist super spannend, weil du quasi auch mit deinen Entscheidungen dann entscheiden kannst, wer wird denn gewählt auch. Also super, super cool. Mir ist leider ein bisschen schlecht ausgegangen, auch Thema Hauptcharaktere, aber schaut euch das an. Richtig, richtig, richtig geil. Also wirklich. War einfach gestern besorgt bei Steam gerade im Rabatt. Ja, Road 96 bei Steam im Rabatt. Die ganzen Tracks könnt ihr euch runterladen. Das habe ich auch schon gemacht. Ich werde es auch machen. Bisschen schade, dass die beiden so schlecht auseinandergehen, aber ich bin froh, dass beide überlebt haben. Das war mir das Wichtigste. Ich hätte mir aber schon noch so ein bisschen eine Love Story gewünscht. Und das Lied ist einfach nur toll. Echt schön. Boah. Das hat so ein bisschen Life is Strange Feeling, ne? Ich lieb sowas, ja. I love it. Super schönes Game. Absolut. Aber man kann noch viel mehr einsammeln, noch viel mehr machen. Ich glaube, wir hatten jetzt so 80% bei beiden am Ende. Das heißt, ihr könnt noch mal deutlich mehr erforschen, mehr rauskriegen, genauer anschauen. Also ich glaube, da geht noch einiges mehr. Aber echt cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das Prequel so cool wird. Sehr, sehr geil. Ja. I like it. So, wie immer gucken wir, ob am Ende noch was kommt. Aufkleber von Zoe. Es kommt noch. 100% haben wir jetzt beide. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Da unten ist unsere Wand und unsere Sticker. Süß gemacht. Checkt auf jeden Fall das Original-Game. Was ist das Original? Das ganze Game ab. Definitiv, Leute. Macht es. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bedanke mich wie immer. Auch danke an meinen Chat, an meine Community, die jetzt so süß mitgefiebert hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen. Und sagt mir gerne, wie es bei euch ausgegangen ist.